Hallo, bevor es losgeht, würde ich gerne noch ein, zwei Worte investieren, denn unsere Gäste haben ganz tolle Sachen, die es sich lohnt, mal zu bewerben. Ja, also wir sind jetzt nicht gesponsert, aber da freuen die sich. So, wir fangen mal an mit dem Jens. Seine Firma It Matters Games hat nämlich vor kurzem Abo Idle Tree veröffentlicht und er würde sich bestimmt sehr, sehr freuen, wenn ihr das Spiel runterladet in den Mobile Stores und auch eine gute Bewertung gibt. Man pflanzt dort ein Bäumchen und umso höher das wächst, umso mehr Tierchen sammelt sich drumherum, die man beobachten kann, ist eine sehr entspannende Erfahrung. Der Falco, der bei uns ganz viele tolle Sachen auch erzählt im Podcast, das werdet ihr bald hören, hat auch einen Podcast und zwar heißt er Voll Verbuggt, Bug wie der Käfer, ja, und verlinken wir natürlich auch und die beschäftigen sich ein bisschen mehr aus der Spieleseite, also nicht Spieleentwicklung. Aber haben ganz coole Themen, wie zum Beispiel die ganzen Spiele, die früher auf kreative Weise kopiergeschützt waren, mit irgendwelchen Pappscheiben, die man hin und her schieben musste und sowas. Und darüber unterhalten sie sich dann. Und die Odile, die auch bei uns im Podcast als Gästin dabei ist, hat ein Buch veröffentlicht, quasi zwei, wenn man die englische und die deutsche Variante zusammenzählt. Das heißt Publishing-Strategien für unabhängige Spieleentwickler. Kriterien und Leitfaden für die Wahl zwischen einem Publishing-Partner oder einer Selbstveröffentlichung. Und dasselbe gibt es dann auch nochmal auf Englisch. Als E-Book oder eben als gebundenes Buch kann man sich kaufen. Und da könnt ihr natürlich auch gerne eine tolle Bewertung hinterlassen, wenn ihr es gelesen habt. Und jetzt würde ich sagen, geht's los mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen beim GameDev Podcast, Folge 37 mit dem Thema Pitching. Pitching, was ist das? Das werden wir später besprechen, nachdem wir uns mit unseren tollen Gästen beschäftigt haben. Ich fange einfach mal mit dem Jens an, denn den, liebe Zuhörer, kennt ihr bestimmt schon von älteren Folgen. Hallo Jens. Hi. Schön, dass du da bist. Und mach dann mal gleich weiter mit unseren beiden anderen Gästen, die noch nie dabei waren. Aber ich freue mich ganz, ganz toll auf die Aufnahme heute. Und zwar ist dabei die Odile Limpach. Guten Tag, hallo. Und der Falco Böcker. Hallo. Das ist super, dass ihr dabei seid. Ihr drei habt sehr, sehr viel Ahnung von diesem ganzen Thema und ich gar nicht. Bevor wir aber dazu kommen, um diesen Umstand zu verbessern, zumindest für mich und hoffentlich auch für unsere Zuhörer, können wir das mal so machen. Wir reden also über Pitching. Vielleicht kann ja jeder von euch sich mal selbst vorstellen und das in einer etwas komprimierten Form, so eine Art kleinen Self-Pitch, so einen kleinen Elevator-Pitch. Das ist natürlich schwierig. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was das eigentlich alles bedeutet. Jetzt sollte es schon machen. Es ist verwirrend für die Zuhörer, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, Jens, möchtest du vielleicht ganz kurz nochmal für die Zuhörer zusammenfassen, woher du kommst? Gerne, gerne. Ich halte mich kurz. Also, mein Name ist Jens Kortbeuer. Ich bin der Geschäftsführer von It Matters Games. Wir sind ein kleines Game Development Studio in Berlin. Den Simon kenne ich von unserer gemeinsamen Ausbildung an der Games Academy. Die hat 2004 bis 2006 stattgefunden. Nach meiner Games Academy Ausbildung bin ich zu Reactor Media gegangen. Da habe ich an einem Space Action MMO, Black Prophecy, mitgearbeitet. Ich war da zuletzt Lead Artist. Das war eine sehr bereichernde, sehr spannende Zeit. Danach habe ich meinen Kindheitstraum, seit der 8. Klasse will ich Games machen, erfüllt und habe zusammen mit Hendrik Lesser, einem ehemaligen Dozenten von mir, ein eigenes Studio gegründet in Berlin, nämlich It Matters Games. Und als It Matters Games ist unsere Mission, dass wir Spiele schaffen wollen, basierend auf bekannten, etablierten Mechaniken, aber mit dem Anspruch, dass wir so einen Mehrwert, so einen echten, Echtwelt-Mehrwert vermitteln wollen. Das müssen keine Lernspiele sein per se, aber halt sowas, wo, nachdem man gespielt hat, man das Gefühl hat, man nimmt da noch mehr mit für sich und kann das irgendwie in seinem Leben anwenden. Das ist das, was wir als Mission für uns erkannt haben. Ja, und Pitching gehört bei uns zum Arbeitsalltag. Also es darf eigentlich gar keine Zeit geben, in der wir nicht pitchen, uns um neue Projekte bemühen. Und es ist halt ein total harter Konkurrenzkampf, ne? Es gibt viele Studios da draußen und auch nur so viel Projekte, auf die man sich bewerben kann, beziehungsweise die eigenen Projekte durchsetzen, ist halt eine ganz besondere Herausforderung. Und deswegen ist Pitching unser täglich Brot. Okay, und du hast während dieser Zeit auch bei RPC, hast du den Falco kennengelernt drin, nicht wahr? Ja, das ist aber RCP, Remote Control Productions, genau. Ja, richtig, also um das noch in Verbindung zu bringen, Falco habe ich bei Remote Control über unsere Partner Remote Control kennengelernt als Business Developer. Bei denen ist es tatsächlich so, dass es quasi
deren Tagesgeschäft ist, auf Messen zu reisen und überall auf der Welt die Produkte der Spielestudios vorzustellen und zu versuchen zu verkaufen. Und da war Falco, gehörte da zum Business Development Team und war dann auch für uns in unserer Sache tätig, hat unsere Ideen versucht zu vermitteln. Und mit Odile bin ich verbunden über unseren gemeinsamen Geschäftspartner Felix Dreifuß, der bei uns gerade in der aktuellen Produktion als Produzent auftritt. Und mit dem zusammen hat Odile also auf jeden Fall die Spielfabrik, aber ich glaube auch das GameX Pro, nicht wahr? Aber da wird Odile bestimmt gleich noch mehr zu sagen. Gerne. Also, dann kann ich direkt anschließen, schätze ich. Also wenn ich sehr Elevator Pitch, halte ich das sehr kurz und dann vielleicht gehe ich ein bisschen später danach was dazu ausführen. Also ich habe im Moment zwei Aktivitäten. Auf einer Seite bin ich Professorin an der Cologne Game Lab. Der Cologne Game Lab ist ein Institut der Fachhochschule Köln. Und im Cologne Game Lab, wir bieten Bachelor- und Masterstudiengänge für Game Developer, Game Artist und Game Designer. Und da bin ich Professorin für Wirtschaft und Entrepreneurship für Videospiele. Meine zweite Aktivität ist, ich bin Co-Gründerin vom Spielfabrik. Spielfabrik ist eine Accelerator-Firma. Wir bieten Acceleration-Programme, also Professionalisierung für Videospiele-Studios. Und wir bieten auch eine Co-Production-Plattform für europäische und sogar afrikanische dieses Jahr Indie Independent Studios. Also letztendlich, wir bieten die Studios die Möglichkeit, sich zu treffen, über Projekte auszutauschen und eventuell dann Co-Production zu kreieren. Das war die ganz kurze Fassung. Das längere ist, ich bin seit mehr als 25 Jahren in der Games-Industrie und habe eine sehr lange Zeit bei Ubisoft gearbeitet. Ich kenne ungefähr meinen Werdegang in drei Teilen. Am Anfang bin ich als Produktmanagerin angestiegen und habe auch dann die Distributionsfiliale von Ubisoft als Geschäftsführerin aufgebaut. Also damals, es gab noch fast kein Internet. Wir haben den Mediamarkt Saturn verkauft und die ganze Logistik, Marketing, Vertrieb aufgebaut. Nach ein paar Jahren wollte ich was Neues kennenlernen. Zum Glück war Ubisoft zu diesem Zeitpunkt sehr flexibel, hat mich erlaubt, dann in der Produktion zu gehen. Und gleichzeitig ist ungefähr, als wir das Studio Blue Byte und die Marke Anno gekauft haben, bin ich dann in der Produktion gewechselt und war ich Geschäftsführerin von Blue Byte für ein paar Jahre auch. Da ging es auch sehr viel um Wachstum. Wir waren 30 am Anfang und als ich ging, waren wir so 300 irgendwas. Also sehr viel mit großer Produktion von Spielen, Siedler Anno natürlich, aber auch die weniger bekannte Projekte von Blue Byte wie Silent Hunter Online oder Assassin's Creed Mobile, solche Sachen. Und dann, ich habe irgendwie bei mir ein bisschen einen 7-Jahren-Rhythmus und wobei Spielfabrik sehe ich das im Moment noch nicht, aber mal sehen. Nach 7 Jahren hatte ich Lust, auch was Neues auszuprobieren und auch was Neues zu lernen und mich dann selbstständig gemacht mit Spielfabrik. Auch ein bisschen mit dem Hintergrund. Gleichzeitig bin ich dann Professorin geworden. Irgendwann, es gibt dann Zeit, wo man doch sehr viel erlebt, gelernt hat. Und man denkt, das ist auch Zeit, die junge Generation das weiterzugeben. Das war auch einer der Gründe, warum ich dieses Schritt gemacht habe. Und auch, weil ich für Ubisoft letztendlich 2 Firmen aufgebaut hatte, dachte ich dann, vielleicht kann ich auch versuchen, meine eigenen Firmen aufzubauen. Was wir mit Spielfabrik dann, also mit meinem Co-Gründer Thierry aus Berlin, auch eigentlich zufällig ein Franzose, der ja auch in Deutschland lebt, gemacht. Und da ein paar Jahre später haben wir noch Felix Dreifuß kennengelernt und mit ihm haben wir zusammen eine Firma für Co-Production für Videospiele auch auf die Beine gestellt. Genau. Und vielleicht, als was nicht so ganz irrelevant ist, wenn man mich hört, ich bin Französin, in Paris geboren, aufgewachsen und zufällig, also aus Liebe nach Deutschland ausgewandert vor auch sehr, sehr lange Zeit. Und deshalb auch liegt mein Herz sehr viel an viele deutsch-französische Beziehungen und Aufbau von Europa. Okay, das ist ganz interessant, weil ich bin gerade nach Frankreich ausgewandert, jetzt gerade in Montpellier und lerne gerade Französisch. Viel Glück. Es ist nicht ganz einfach.
Aber genau, und ich habe auch gelesen, das muss ich nochmal gucken, ich habe das nicht notiert, aber du bist auch Beraterin für das französische... Ja, das heißt Conseiller du Commerce Extérieur, also Außenhandel, Berater für das Außenhandelsministerium in Frankreich. Das ist ein freiwilliger Job. Wir werden von Außenminister, also wir bewerben uns, werden von Außenminister dann ernannt. Und das ist ein weltweites Netzwerk, international. Also es gibt es in alle Länder in der ganzen Welt von Franzosen oder Frankophile, die sich engagieren, Frankreich darzustellen, die Beziehungen von Frankreich mit den Ländern, in denen sie sind, zu verbessern. Also wirklich auch mit einem wirtschaftlichen Blick natürlich. Sehen zu, dass Frankreich verstanden wird, dass wir auch eventuell französische Startups helfen, die zum Beispiel nach Deutschland kommen wollen. Das ist ein Netzwerk an Franzosen, die weltweit agiert. Okay, das klingt echt spannend. Ich würde auch gerne noch ein, zwei Fragen stellen zu diesem Spielefabrik und Cologne Labs, aber vorher würde ich sagen, können wir nochmal dem Falco Hallo sagen, beziehungsweise er sagt uns Hallo und wer er ist. Dann fasse ich mich auch kurz. Ich kann mit nur 13 Jahren in der Games-Industrie aufbieten. Die meiste Zeit habe ich davon bei Publishern verbracht. Ich habe ursprünglich als Redakteur angefangen und bin dann so reingerutscht und war dann bei Gamigo 6 Jahre lang ungefähr. Ein Free-to-Play-PC-Client-Anbieter oder auch Browser-Spiel-Anbieter, Client, wie man so sagt, also Spiele zum Runterladen und Installieren. Hab da lange das Licensing gemacht, wie es da heißt. Und das heißt bei jedem Publisher ein bisschen anders. Da kommen wir sicher nachher noch mal zu. Habe also nach neuen Spielen gesucht, Kontakte zu Entwicklern aufbauen und dann aber auch intern die Tests organisiert und so weiter. Also bin eher auf der anderen Seite von Pitches oft gesessen und habe das auch die meiste Zeit meiner Karriere gemacht. Ich war dann eine Zeit lang bei Flare Games, einem Mobile-Anbieter aus Karlsruhe, und bin im Moment bei Joypack in Kopenhagen. Bin also auch einer der Ausgewanderten hier, zumindest temporär. Und da bin ich als Senior Publishing Manager auch immer noch für den Produktgewinnungsprozess mitverantwortlich, aber auch viel, was danach noch so dranhängt, also die Teams zu betreuen, wenn wir sie dann im Prozess haben und die ganze Produktion und die Einbindung unserer Tools und alles sowas zu betreuen als Hilfesteller. Ich war aber auch mal auf der anderen Seite, wie der Jens schon gesagt hat, bei Remote Control Productions, wo ich als Pitcher quasi unterwegs war. Ich habe eine deutliche Präferenz, was die Sachen angeht, da komme ich sicher nachher noch mal zu. Da habe ich versucht, die Teams von Remote Control an die verschiedenen Publisher zu bringen, was extrem interessant war. Sowohl auf der Publisher-Seite als auch auf der Pitching-Seite bin ich mit sehr vielen unterschiedlichen Produkten in Kontakt gekommen. Also bei Gamigo waren es große MMO-Produktionen, die viele Jahre gedauert haben und irgendwo in Korea produziert wurden. Und jetzt bin ich im Hyper-Casual-Bereich, also diese Mini-Spiele, super kurzweiligen Spiele für Mobile, wo es wirklich innerhalb von wenigen Wochen meistens ein fertiges Spiel hat und nach einer Woche einen testbaren Prototypen. Und ja, mit Ubisoft tatsächlich verbindet mich auch ein bisschen was. Da war ich nämlich als freier Redakteur, als ich angefangen hatte, als das Gamigo noch Online-Magazin hatte, in Düsseldorf ein, zwei Mal und habe Siedleraufstieg eines Königreichs previewt unter anderem. Ja, gut. Schöne Erinnerungen dran. Es gibt so viel zu sagen. Gamigo, also ich bin Simon, genau, ich bin jetzt mittlerweile VFX-Artist und arbeite bei Wild Sheep Studios an dem Spiel Wild in Frankreich, Montpellier. Und mich verbindet tatsächlich was mit Gamigo. Und zwar habe ich früher bei Secke 2 mitgearbeitet und da haben wir so Artikel geschrieben über das Spiel ab und zu mal. Und ich habe da ein, zwei gemacht. Bitte nicht googeln, das ist ganz schrecklich. Aber da habe ich so eine Verbindung zu Gamigo. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass wir gerade, also Diodil hat ja viel in Bezug auf Frankreich, Deutschland. Und du hast dich ja sehr auch mit China beschäftigt, weil es gibt einige Artikel von dir, sowas wie Common Cultural Differences when Publishing Games in China zum Beispiel. Ja, ich würde sogar sagen, dass das
Kooperationen zwischen so West meets Eats Kooperationen Teil meines Spezialgebiets sind. Das hat bei Gamigo schon angefangen, denn die Free-to-Play-MMOs kamen ja erstmal hauptsächlich aus Asien. Mhm. Das heißt, die meisten unserer Spiele waren in Korea entwickelt. Wir hatten aber auch Sachen aus Japan, Taiwan, China, Mainland. Und die Erwartung war dann auch so ein bisschen bei Remote Control, dass ich das in die andere Richtung mache, hat dann nicht so super funktioniert, muss ich zugeben, wie ich mir das gedacht habe. Das war dann ein bisschen was anderes. Aber jetzt auch meine aktuelle Firma hat ihre Basisniederlassung eigentlich in Beijing. Und die meisten meiner Kollegen sitzen auch da. Und dann haben wir quasi ein kleines Satellitenoffice in Kopenhagen. Und angefangen haben wir hauptsächlich, dass wir Entwicklern, die ihr Spiel schon selber oder mit einem anderen Publisher im Westen etabliert hatten, das auch in China nachzuvollziehen, wobei wir mittlerweile auch mehr auf globales Publishing setzen. Okay, und jetzt, bevor wir zum Thema Pitching kommen, ich würde jetzt trotzdem noch gerne mal die Odile fragen, weil wir beschäftigen uns ja auch ab und zu mal mit so Begriffen, die man vielleicht ab und zu mal hört in der Spielebranche, aber gar nicht so genau einordnen kann. Und was du machst mit dem Accelerator, also die Spielefabrik 360 oder 360 ist ein Accelerator und das Cologne Game Lab ist ein Inkubator. Ja. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz dazu was sagen. Ja, sicher. Also im Cologne, da sind, das ist ähnlich und auch nicht so ganz. Im Cologne Game Lab habe ich tatsächlich mit anderen Professoren einen Inkubator gegründet. Ein Inkubator, es ist wirklich den ganz, ganz, ganz Anfang von einem Projekt. In diesem Inkubator sitzen meistens Teams, die nur aus Studenten bestehen, die noch gar nicht mal fertig abgeschlossen haben, aber die eine super Projektidee haben, ein erstes Prototyp innerhalb einer Semesterarbeit gemacht haben und sagen selbst auch die denken schon darüber nach, dass am Ende ihres Studiums sie selbstständig zu machen und wir sehen, dass es großes, gutes Potenzial gibt. Wir haben gesagt, gut, dann schaffen wir eine Struktur innerhalb der Fachhochschule letztendlich, das ist ein Public, das ist alles umsonst. Oder so, ich kümmere mich um die Finanzierung, aber für die Studenten, die da sitzen, ist alles umsonst. Da zu sitzen und mit ihren Teams und wirklich der ganz, ganz anfängendes Projekt zu begleiten. Und das heißt, wir seien da, die bekommen Mentoring und Coaching in den Bereichen, die die brauchen. Das kann ein Game Design Professor sein, wir haben Rechtsanwälte, die mit uns zusammenarbeiten und überhaupt denen erklären, was gibt es für rechtliche Möglichkeiten, in Deutschland eine Firma zu gründen, was heißt das, eine Firma zu gründen. Es geht sehr viel um Business und Finanzierung natürlich, um erste überhaupt Überlegungen. Wenn ich ein Spiel mache, dann was muss ich überlegen? Also was ich in meinem Unterricht auch dann mache, letztendlich die Grundbasis vom Marketing, Vertrieb, Positionierung, Zielgruppe, Analyse und so weiter. Das ist das Inkubator, das eben vom Cologne Game Lab. Wir bieten denen auch ein paar Büros an, Räume, wo die sich einfach, weil wenn man Student ist, ein Studentenwohnheim lebt, kann man nicht immer unbedingt eine Gruppe, ein Projekt entwickeln. Deshalb bieten wir denen auch Büros an, Schreibtische, wo die da sich zusammenfinden können und letztendlich die ganz, ganz Anfänge ihre Firma planen können. Bei Spielfabrik sind wir ein kommerzielles Accelerator. Das heißt, und wir haben uns darauf spezialisiert, in den Wirtschaftsbereich auch und Finanzierung. Also wir machen wenig Begleitung, was Programmierung, Game Design, Grafik und so weiter, weil unsere Feststellung war, bei den Indie-Entwicklern in Europa ist es meistens, die wissen es ganz gut, wie man ein Spiel macht, die wissen es ein bisschen weniger, wie man es vertreiben sollte vielleicht oder finanzieren sollte. Und da haben wir uns darauf spezialisiert zu sein. Wir machen ein Programm, das jedes Jahr circa im März stattfindet. Also im Januar suchen wir Firmen, die geeignet sind. Man wäre zu Call for Project und sagen, wer hätte Lust mitzumachen. Wir starten das Programm im März dann und bieten wir Workshops und Coaching mit Experten aus aller Welt eigentlich in den Bereich sehr viel über Pitching, über Positionierung, Finanzierung, Strategie, Entwicklung von meinem Studio und so weiter. Und dieses Programm ist das meistens für die Teams im Moment umsonst, weil wir uns durch Partnerschaft mit Regionen aus Europa finanzieren. Also wir arbeiten zum Beispiel in Frankreich mit Angoulême und Bordeaux, die Region. Wir arbeiten mit
Hauts-de-France, das in der Nord von Frankreich. Die schicken uns Teams, die dieses Beratung brauchen letztendlich. Oder wir arbeiten in Deutschland mit NRW. Wir haben dieses Jahr auch mit Schweizer Unternehmen gearbeitet. Also das ist dann, was man Acceleration nennt. Also da muss man schon ein bisschen weiter sein. Wir suchen Firmen, die schon gegründet haben, die meistens mindestens ein Projekt schon rausgebracht haben. Mhm. Und die versuchen wir letztendlich ein bisschen schneller zu wachsen und zu sagen, okay, sich zu schneller zu professionalisieren, indem wir den Coaching und Mentoring anbieten. Ah, okay. Vielen Dank. Das war mir nicht ganz klar bei Rein von den Fabriken. Okay. Um bei euch angenommen zu werden, muss man ja wahrscheinlich auch in irgendeiner Form einen Pitch machen. Ja. Und jetzt ist aber erstmal die Frage, was ist überhaupt ein Pitch? Und da würde ich gerne mal den Jens fragen, denn Jens hat das Thema vorgeschlagen. Und abgesehen von der reinen Frage, was eigentlich ein Pitch ist, kannst du auch gerne nochmal erzählen, wenn du möchtest, warum du das Thema eigentlich vorgeschlagen hast und was daran spannend ist oder, ja. Also, wie ich ja in meiner Intro schon gesagt hatte, gehört Pitching einfach zum Tagesgeschäft für ein Entwicklerstudio. Und du kriegst ja anders deine Vision, die Idee, die du mit deiner Unternehmung machen willst, das Produkt, was du entwickeln willst, kriegst du aus eigener Kraft ohne Hilfe nicht, also kaum auf den Markt. Ist sehr, sehr unrealistisch. Es sei denn, irgendwie da ist irgendwo der Lottogewinn oder sowas. Und selbst dann ist es immer noch angezeigt und oft hilfreich, sich von außerhalb Hilfe zu holen. Und dann in solchen Momenten kommst du immer in so einen Pitching-Modus, der eigentlich bedeutet, du willst andere Leute von deiner Idee überzeugen, du willst anderen Leuten erklären, das, was ich machen will, ist gut für mich, kann auch gut für dich sein, lass uns das doch zusammen machen. Und das ist die Idee. Das ist, also Pitch ist ja vom Englischen der Wurf und du versuchst halt deine Idee irgendwo hinzuwerfen, wo sie auf fruchtbaren Boden trifft, wo sie halt haften bleibt und sich dort weiterentwickeln kann. Ich denke, da so kann man das irgendwie herleiten. Ach so, ich hab nämlich vorher auch geguckt, was bedeutet eigentlich Pitch so über. Und dann komme ich auf Aufschlagen, Fallen, Stürzen, Knicken. Ja. Also ich hab's auch. Wie kommt es denn zu diesem Wort? Ich weiß nicht, ob mich da jetzt jemand korrigieren möchte. Ich habe es jetzt auch nicht irgendwie nachverfolgt, aber für mich hat sich das immer so erklärt. Es ist halt wie aus dem Sport eben der Pitch, wo du eben den Wurf machst. Und der große Wurf, ne, das ist dann halt das, worauf jeder hofft, dass der einem gelingt. Den, Und ich glaube, das, was ich ja dann auch in unserer Auseinandersetzung so, was könnte das nächste Thema für deinen Podcast sein, spannend fand, war, dass eigentlich, wenn man das so extrapoliert, diesen Gedanken, dass im normalen Leben, selbst wenn es darum geht, was essen wir denn heute, bist du ganz schnell in der Verlegenheit, dass du halt pitchst und versuchst, jemand anderen von deiner Idee zu überzeugen. Warum setzt sich jetzt asiatisch gegen Pizza durch? Kann man einen Pitch draus machen. Und bei uns geht es natürlich um andere Sachen. Wir versuchen, Produktionspartner zu finden, Geldgeber zu finden, einen Vertrieb zu finden, Marketingpartner zu finden. Und die durch einen Pitch rauszufinden, verstehst du mein Produkt, glaubst du auch daran, bringst du die Mittel mit, die mir fehlen, können wir hier zusammen eine gute Gemeinschaft bilden und dann ne, die Summe der Teile, das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile, das ist halt das Ziel, ne? Da will man hin. Ja, und also es fängt schon hier bei uns intern im Prozess quasi an, dass irgendwer mit einer Idee um die Ecke kommt, so aus dem Wochenende, ich habe mir aber was überlegt und wäre das nicht cool, wenn? Und dann gibt's das, was wir hier intern halt kreative Meetings nennen, in dem dann diese Vision, die jemand hat, ins Team gebracht wird und dann ist das schon der Pitch, wo man halt versucht, das eigene Team von dieser Vision zu überzeugen. Und das ist teilweise schon so schwer oftmals, dass gar nicht, also bei weitem gar nicht jede Idee, die irgendjemand mal entwickelt hat oder aus dem Wochenende mit in die Firma bringt, überhaupt das Büro verlässt wieder. Also da ist schon der Moment, wo eine Idee schon so geprüft wird von anderen, dass sie teilweise wieder zerredet wird und gar nicht weiter ausformuliert wird. Und nur die Sachen, die da halt durchgehen und wo alle sagen, Mensch, ja klar, das ist ja brillant, das muss man unbedingt machen, das mag sich dann weiterentwickeln, dass man dann auch außerhalb von den eigenen vier Wänden weiterguckt nach den richtigen Partnern.
Okay, da waren schon sehr interessante Punkte dabei, dass dieses, dass man halt zu ganz verschiedenen Leuten auch pitchen kann, was du ja meintest, ne, eigenes Team, einem potenziellen Partner. Genau, und warum? Ja, also im Grunde genommen ist es eine Präsentation seiner Idee, ja. Ob das jetzt in Form eines kurzen Gesprächsfetzens ist, während der Mittagspause oder eine professionelle Präsentation, das sei mal dahingestellt, aber vielleicht können wir dann zum Beispiel an Odile geben, weil sie hat ja dann mehr damit zu tun mit, wenn es auch um Förderung und sowas geht, aber man hört, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, ganz oft das Wort Elevator Pitch. Was hat der Fahrzug, was hat der Aufzug plötzlich damit zu tun? Genau. Ja, also das Wort Elevator Pitch, oder was ist ein Elevator Pitch, ist ganz einfach, wenn du einen Aufzug reinsteigst und ein anderer Mensch bei dir im Aufzug ist und der sagt, was machst du? Du hast ungefähr 45 Sekunden, also es hängt, wie hoch das Gebäude ist, aber du hast ungefähr 45 Sekunden Zeit, um zu erklären, was du machst. Und das ist eine der Übungen, die wir mit unseren Teams, aber genauso wie mit all unseren Studenten auch versuchen, wirklich sehr viel zu machen, weil es ist gar nicht so einfach, in 45 Sekunden auszudrücken, was man macht. Und besonders, wenn man ein Spiel hat, weil die meistens verbringen die ganze Zeit mit ihrem Spiel, wissen es ganz genau, ganz in Details. Und das nur zusammenzufassen in ein paar Sätze, dass jeder, der nie davon gehört hat, versteht, worum es geht und eventuell Interesse haben könnte. Es ist eine ganz schwierige Übung eigentlich. Es war ganz gut, dass du uns diese Übung machen lassen hast am Anfang. Okay, was mache ich eigentlich? Kann ich das in 5 Sätze letztendlich zusammenfassen und sagen, wer ich bin? Und das ist extrem wichtig. Vielleicht dieses Jahr ein bisschen weniger, weil es sehr wenig persönliche Treffen gibt, aber die werden wieder kommen, die Konferenzen, die große Ansammlung, wo viele Leute sind, viele interessante Leute, die man nicht alle kennt, und die Gamesbranche ist gesellig. Meistens, wenn man jemanden trifft auf dem Gang oder ja, im Elevator oder auf einem Kaffeestand oder auf einem Bier abends und sagt so, hoch, und wer bist du, was machst du? Das kann durchaus sein, dass es gerade der Third Party, also der verantwortlich für Nintendo der Projekte sucht, der gerne sein Feierabendbier trinkt. Und wenn er da mit einem Entwickler redet, der in der Lage ist, innerhalb ein paar Sätze auf sein Spiel neugierig zu machen, dann hat man durchaus eine Chance, dass er danach sich den Pitch tatsächlich in Ruhe anguckt und mehr Zeit nimmt. Deshalb ist dieser Elevator-Pitch eigentlich sehr, sehr wichtig. Okay, ja. Und wie ist das? Du hast ja viele Pitches gesehen für Spiele beim Publishing oder bei Ubisoft oder sowas, aber jetzt eben auch für zum Beispiel, ja, ich möchte gern von euch beraten werden oder eine Bürofläche haben, um das Spiel fertig zu machen. Ist es im Grunde dasselbe oder gibt es irgendwie Unterschiede bei den Pitches an sich? Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist das Gleiche. Es gibt eine der wichtigen Regelungen beim Pitchen ist natürlich, du kannst nicht immer das gleiche Pitch machen für dein Spiel. Du musst immer wissen, für wen machst du dieses Spiel? Was willst du erreichen? Willst du Geld? Willst du Büro? Willst du mit uns zusammenarbeiten? Was ist das Ziel und mit wem sprichst du? Wenn du mit deiner Bank redest, redest du anders als mit einem anderen Entwickler, mit dem du zusammenarbeiten willst. Also deshalb sollten die Pitches immer unterschiedlich sein und an das dann Zielgruppe, also an die Leute, mit denen du sprichst, adaptiert sein. Aber letztendlich das Konzept zu sagen, innerhalb ein paar Minuten, also für Investoren ist es sehr oft das Format nur 4 Minuten und dann musst du dich überzeugen, dass du nochmal mit mir sprichst, bis zum für einen Publisher-Pitch würde ich sagen, Viertelstunde, 20 Minuten. Das muss Falco gleich nochmal vielleicht besser sagen, welche Zeit er sich nimmt dann, wenn er Meetings hat mit den Entwicklern. Also die Länge kann variieren, aber letztendlich, das ist immer das ist eine Verkaufsveranstaltung, aber eine ehrliche Verkaufsveranstaltung, würde ich sagen. Ich fand den Vergleich mit dem Sport ganz gut, weil wenn man Golf spielt, weiß man, das Pitchen ist auch, das geht darum, das einen Wurf zu machen, aber auch der genau landet da, wo man will, dass er landet. Und es ist ganz schön schwierig. Ja, ich finde es ganz gut zu sagen, dass
dass es ganz viele verschiedene Arten von Pitches gibt, aber der Elevator-Pitch ist, ob man den jetzt gibt oder nicht, immer eine gute Übung, weil da lernt man auf den Punkt zu bringen, worum geht es hier eigentlich, um dann eine Startfläche zu haben, von der man dann in Details gehen kann. Geht es jetzt um Investment in die Firma, dann geht man darauf mehr ein. Geht es mehr um das Spiel, kann man da vielleicht detaillierter darüber reden. Aber diese Übung zu machen, was muss ich alles am Anfang sagen? Welche Plattform, was für ein Genre, was für ein Grafikstil vielleicht? Um kurz zusammenzufassen, worum geht's hier eigentlich, dass wir alle auf dem gleichen Level sind? Und es ist überraschend, wie schwer das am Anfang ist. Der Rami Ismail macht das ganz gerne auf Messen, wenn er Vorträge hält, dass er Leute aufstehen lässt und erstmal kurz ihre Spiele zusammenfassen lässt. Und sehr, sehr oft sind die ersten paar vergessen, auf welcher Plattform sie arbeiten. Und das ist schon eines der relevantesten Teile, je nachdem, mit wem man spricht. Also als Übung ist das immer super. Ich glaube, das ist auch ganz gut, die Übung. Die ist so schwierig, weil die zwingt auch einer, sich im Klaren zu sein, was man macht. Würdet ihr auch sagen, dass es wichtig ist zu erwähnen, was man nicht macht? Also zum Beispiel, ja, ich mache ein Doom im Fallout-Universum, was aber nicht, keine Ahnung, Space Marine ist oder so. Also okay, mein Pitch war nicht so toll, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Also Falco, würdest du sagen, man sollte auch ganz klar abgrenzen, was man eben nicht macht, damit keine Missverständnisse aufkommen, direkt im Pitch? Oder würde man sagen, ach komm, die Zeit dafür ist nicht da? Nur wenn man wirklich glaubt, dass es total wahrscheinlich ist, dass es da ein Missverständnis gibt. Ansonsten finde ich, ist es wichtiger, die positiven Unterschiede, die USPs, ne, den Unique Selling Point ein bisschen nach vorne zu stellen. Was macht dich anders? Es ist nicht immer schlecht, in manchen Sachen das so ähnlich oder gleich zu machen wie andere, weil, keine Ahnung, wenn du ein total neues Steuerungssystem für ein Strategiespiel hast, dann musst du dafür eine Begründung haben und nicht nur, weil du es anders machen willst. Also du musst das schon unterfüttern können. Aber am Anfang interessiert mich als Publisher, was macht dich anders? Und eigentlich, ja, vielleicht ist das auch das Gleiche, wenn du sagst, hey, wir sind nicht wie die, dann musst du ja quasi sofort nachschieben, warum du das nicht bist oder was dich davon unterscheidet. Okay. Das heißt, wir haben jetzt etabliert, dass der Pitch im Grunde eine Suche nach einem Partner ist, auf was auch immer von der Ebene, ob das jetzt kommerziell ist oder ob man eben Güter austauscht, also wie zum Beispiel Bürofläche oder sowas, oder halt einfach nur das Restaurant der Mittagspause. Aber jetzt in diesem professionellen Umfeld, Jens, wie finde ich denn eigentlich einen Partner? Also, ne, wenn ihr jetzt sagt, hey, wir hätten Bock, ein Spiel zu machen, XY mit Space Marines, die kleine Hunde streicheln. Wie geht man da jetzt ran mit der Partnersuche? Weil, ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt aufgeschrieben, wie kommt man an Kontakt, außer an info@publisher.com zu schreiben. Ja, ja, das, was du da beschreibst mit, ich schreibe einfach mal die info@Adresse an, das würde man dann als Kaltakquise bezeichnen, weil das keinen heißen Lead gibt dorthin, ne? Also es gibt, du hast halt keinen heißen Draht, du kennst da niemanden, du hast keinen anderen Grund, den jetzt anzuschreiben, außer dass, okay, ihr habt auf eurer Webseite stehen, ihr interessiert euch für Produkte und man kann sich an diese E-Mail-Adresse wenden. Das kann man auch machen, da kann auch natürlich was bei rumkommen, wenn es aus Versehen der total gute Fit ist, aber die Chancen über sein eigenes Netzwerk, über die Leute, die man irgendwie schon mal kennt, sind halt sehr, sehr viel größer. Tatsächlich ist es, da bin ich jetzt auch überhaupt glücklicherweise kein Fachmann für, aber ich stelle mir das vor, das muss so sein wie Online-Dating. es ist wirklich eine Partnersuche und das Wichtige ist, gerade wenn man auch anfängt und so, Verzweiflung ist ein schlechter Berater bei sowas. Also nur weil jemand mit dem Geldschein wedelt und es möglich macht, heißt es noch lange nicht, dass da auch wirklich eine Beziehung bei rauskommt, an der am Ende auch Glückseligkeit man da findet oder kommerziellen Erfolg findet. Es hilft selber genau zu wissen, was man auch sucht in der Partnerschaft, was man selber möchte und rauszufinden, mit wem arbeitet man da zusammen, passt das halt auch auf so einer menschlichen Ebene. Und dafür ist es echt gut, um die Frage zu beantworten, ein Netzwerk zu haben, die sich auskennen, die einen dann schon sagen können, ich kenne den und den, das würde auf die und die passen, weil und so weiter. Und
Das ist zum Beispiel ein Grund, weshalb wir mit Remote Control Productions zusammenarbeiten, weil die halt jeden kennen am Markt und dann auch schon wissen, was haben die in der Vergangenheit gemacht, was machen die gerade, wie sind die so drauf, wie entwickeln die sich weiter, was werden die in einem halben Jahr suchen und so. Und dann kann man da Beziehungen auch pflegen. Selbst wenn das nicht sofort der Pitch ist, der bei denen auch landet und man sofort geschäftsmäßig ins Bett findet miteinander, kann es bedeuten, dass man hat da jetzt schon mal einen Fuß in der Tür, man ist da schon mal bekannt geworden mit den Leuten, man hat einen hochwertigen Pitch abgeliefert und in der nächsten Runde mag das was sein, wo man dann schon mal einen Schritt weitergehen kann oder eine höhere Vertrauensgrundlage hat, weil ja, Vertrauen ist wahrscheinlich das nächste große Stichwort. Und es ist in unserer Branche, glaube ich, ganz, ganz viel basiert darauf, wer kennt wen und wer hat, ne, welchen Leumund, wie spricht man über die Leute und kann man denen vertrauen oder nicht? Was haben die bisher gemacht und passt das auf mich? Habt ihr als It Matters Games schon mal eine Kaltakquise gemacht? Ja, ganz naiv und ganz doof und das führt zu gar nichts aus unserer Erfahrung. tatsächlich so, hey, wir sind, also ich erlebe das selber, witzigerweise bin ich ja auch am Empfängerende von Pitches und bei mir sind es dann die, ich sag mal, Zuliefererunternehmen, die dann einfach, weil man irgendwo in einer Datenbank auftaucht, als hier ist ein Entwicklerstudio, ne, wir sind ja bei Making Games oder so im Firmenregister drin oder in unseren anderen Netzwerken im Register drin, wir werden also irgendwie auftauchen online als Entwickler und dann kriegen wir Anfragen von Audio-Zulieferern, Grafik-Zulieferern, QA-Studios und so und die sagen dann, wir sind das und das Studio, wir sind das und also den Elevator-Pitch quasi als E-Mail und hat bei mir den Effekt, dass ich das sehe und ich habe in meinem E-Mail-Fach einen Ordner Bewerber-Service und da kommen die einfach alle rein. Ich habe gar keine Zeit, die alle zu beantworten, aber ich weiß dann, wenn ich mal in der Verlegenheit bin und einen Partner suche für diese Sachen, dann habe ich die quasi schon mal in der Kartei. Dann kann ich die mir raussuchen und die dann ansprechen, weil auch da ist der Markt relativ überschaubar. Und es sind ja doch immer wieder dieselben Verdächtigen, deren Kartei man zieht und sich dann verständigt, ob man da ein Produkt zusammen machen will. Das musst du dieser Kaltakquise lassen, ne? Das ist sehr wahrscheinlich, dass du da nicht mit einem Deal rausgehst, aber vielleicht zumindest mit einem neuen Kontakt. Vielleicht kriegst du ja wenigstens was zurück, eine Antwort, ja. Und dann kennst du den. Und du kriegst vielleicht auch ein bisschen mehr Informationen. Du meintest, dann kennt mich der Publisher schon, aber vielleicht sagt dir der Publisher ja auch, naja, im Moment konzentrieren wir uns mehr auf dieses und jenes, wovon du vielleicht gar nicht ausgegangen bist, dass sie das suchen. Und dann hattest du eine Idee in der Schublade oder hast in 2 Monaten eine Idee, wo du dann denkst, ey, das passt ja super auf die musste ich auf jeden Fall nochmal anschreiben dafür. Ich wollte auch dich nochmal fragen, Falco. Glaubst du, also genau, weil Jens hat einen interessanten Punkt. Und zwar auf der Webseite steht vielleicht vom Publisher, hey, wir machen RTS-Games und dann könnte man eine Kaltakquise machen. Aber wir wissen ja nicht, ob dieser Publisher nicht insgeheim, noch nicht öffentlich, gerade plant, zum Beispiel auf Ego-Shooter umzustehen oder auf Adventure oder irgend sowas. Und deswegen frage ich mich, machen Blind-Pitches, also das Pitchen von Ideen, die eigentlich gar nichts mit diesem Publisher zu tun haben, auch Sinn, weil es könnte ja sein, dass er gerade, ne, also insgeheim da expandieren möchte. Ja, kommt drauf an, wie weit man weggeht von dem, was der Publisher gerade macht. Also wenn ich jetzt ein Hyper-Casual-Mobile-Publisher bin und du kommst an und sagst, hier ist mein neues PS5-Spiel, was ich machen will, dann eher nicht. Aber wenn es so an den Rändern des Genres ist, mit denen der Publisher sich vielleicht etabliert hat, ist es auf jeden Fall eine gute Idee. Wir haben das sogar teilweise umgekehrt, das Problem, dass wir sagen, wir wollen so ein bisschen definieren, was wir machen, damit Entwickler wissen, wonach wir suchen, damit wir schon passende Pitches bekommen. Aber wir wollen es auch ein bisschen offen halten, weil manchmal weiß man nicht, was man nicht weiß. Also vielleicht gibt es da so ein Zwischending. Im Hyper-Casual-Bereich waren es diese Sachen wie Archero, die so ein bisschen mehr Midcore sind, so ein bisschen mehr Meta und Leveling und sowas drumherum haben, wonach viele Hyper-Casual-Publisher gar nicht gesucht haben, bis sie es irgendwo gesehen haben, wie es einer gut gemacht hat. Und hätte ich den Pitch vorher bekommen und mir hätte einer gesagt, so, hey, das ist aber wie die Spiele, die ihr macht, aber erweitert um dies und das hat die Vorteile und die Vorteile, dann hätte ich mir das auf jeden Fall zumindest mal interessiert angehört und da vielleicht auch ein bisschen experimentiert. Also ich finde schon, dass man so ein bisschen über die Rahmen, die man beim Publisher aktuell sieht, hinausgehen kann, ohne jetzt irgendwie einen ganz wilden
ein ganz wildes Ratespiel zu machen und komplett was anderes zu präsentieren. Und dann hat der Publisher eher das Gefühl, okay, der will jetzt hier meine Zeit verschwenden oder hat er sich überhaupt nicht interessiert oder überhaupt nicht reingeguckt, was wir so machen. Und dann fällt man eher negativ auf. Ja, da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, dass man da, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein, der auf Ego-Shooter spezialisiert ist, morgen Strategiespiele macht, ist schon gering. Deshalb Gefahr ist mehr, dass man dann als nicht so ganz so seriös ist, sondern man hat sich gar nicht erkündigt, wofür steht diese Publisher eigentlich und was könnte ihn interessieren. Aber ich finde, ein guter Mittelweg sind die Konferenzen, ob die online oder das im realen Leben stattfinden. Die Publisher, die sich für Konferenzen und für die Matchmaking-Event anmelden, die signalisieren schon ganz klar, ich bin auf der Suche nach Spiele. Also ich bin offen für Pitches und ich will neue Sachen sehen. Und das ist dann nicht mehr so ganz so kalt, die Akquise, weil man weiß mindestens, also die werden sich die Zeit nehmen, die sind interessiert, die wollen was sehen. Und da auch diese Event dann, ob online oder vor Ort, sich dazu präsentieren und zu sagen, okay, wer könnte von den Leuten, die da sind, diejenige sein, die am meisten Interesse an meinem Spiel haben und da dann einen Termin zu machen, finde ich auch eine sehr gute Möglichkeit. Das ist ein guter Punkt und das kümmert sich auch um ein Problem, was Jens vorhin angesprochen hat. Wenn man Leute nicht kennt, wie kommt man an die ran? Und so eine Info-Adresse ist vielleicht nicht das Beste, aber die technologische Entwicklung an Tools, die es so gegeben hat, gerade in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, was so Event-Tools angeht, die da mitgeliefert werden, ist enorm und super hilfreich, sowohl für Publisher als auch Entwickler. Also so Sachen wie Meet-to-Match, die jetzt da mitlaufen, wo man ein Profil erstellt, da kann man kurz sagen, was man anbietet, was man sucht, in welchen Kategorien. Das geht dann auch über Filterfunktionen. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich suche nach Entwickler Mobile und kann mir das schon mal vorfiltern lassen, lese mir dann das kurze Profil durch oder umgekehrt zu einem Publisher, schreibe den kurz an und dann handelt das System auch gleich so Sachen wie Terminvereinbarungen, so welche Slots sind noch frei, welche sind bei beiden frei, manche organisieren das dann auch automatisch, sodass es für alle passt. Ist total praktisch, macht jedem das Leben einfacher und ist mittlerweile so verbreitet, dass das eigentlich bei jeder Konferenz oder Messe, die es so gibt, mit dazu kommt. Und das ist hauptsächlich das, was für mich den Kalender füllt. Also ich würde sogar fast sagen, dass ich mehr Meetings darüber vereinbare, selbst mit Studios, die ich schon kenne, allein aus Convenience-Gründen, als mit Leuten jetzt über E-Mail und versuchen, Timeslots hin und her zu schicken. Und ja, wie ist mit um 15 Uhr und 16 Uhr? Und dann kommt jemand anders, oh nee, der 15 Uhr-Slot ist schon vergeben. Diese ganzen Kopfschmerzen wurden dadurch total erleichtert für Publisher. Und so ist es auch viel leichter, dann auf Publisher zuzugehen, weil du schickst denen dann eine kurze Message mit und aus der kann der dann lesen, ob das jetzt interessant ist oder nicht. Und weil es relativ viele Slots gibt, kommt ein bisschen natürlich auf den Publisher an, mit wie vielen Leuten, wie viele Tage die auf einer Messe sind. Aber man hat schon so seine 50, 60 Slots pro Person teilweise. Das heißt, die meisten Entwickler, die irgendwie interessant klingen, für die mache ich dann auch schon Zeit. Was war das für eine Plattform? Match to Me? Also Meet to Match ist eine von denen. Aber meistens laufen die gar nicht so separat. Es gibt so ein paar, wo die nicht offiziell unterstützt sind. Ich glaube, bei der Gamescom laufen die tatsächlich eher so parallel. Aber bei vielen Sachen, bei der Quo Vadis zum Beispiel, kommt das einfach mit dazu. Wenn du ein bestimmtes Ticket holst, dann ist dieses Matchmaking-System quasi inclusive und du kannst dann darüber deine Meetings vereinbaren. Manchmal ist es leichter, manchmal ist es schwerer. Bei Sachen wie der GDC, wo es dann auch noch 5 Nebenveranstaltungen gibt, die teilweise mit ihrem eigenen System um die Ecke kommen, ist es dann ein bisschen komplizierter, das alles zu koordinieren. Aber insgesamt immer drauf gucken, da ist jetzt ein Event, auf was ich gehen kann, gibt es da ein Matchmaking-System irgendeiner Art? Ich habe noch eine Ergänzung dazu, was mir einfällt auch noch. Also die Mein Netzwerk ist natürlich sehr wichtig, ja. Auch Netzwerk von anderen Entwicklern, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Entwickler da mit einem Publisher gearbeitet hat und auch meistens dann bereit ist, eine Introduction zu machen, sodass man nicht mehr irgendjemandem ist, aber derjenige, der von jemandem als Empfehlung kommt, ist auch gut. Und daher weiterhin dieses Netzwerk-Gedanke, viele Leute kennen, sprechen und sich trauen, auch mal nachzufragen. Ein super Punkt, um auch abzuchecken, ob der Publisher was für einen ist. Jens meinte das vorhin ja schon, das ist nicht nur eine einseitige Geschichte. Ich als Publisher pitche,
mich auch immer zu einem Entwickler. Aber wenn man schon einen Entwicklerfreund hat, der schon mal vielleicht mit jemandem gearbeitet hat, kann man den direkt mal fragen, so, ey, wie war denn das? Haben die gutes Feedback gegeben? Waren die irgendwie zu aufdringlich? Haben die regelmäßig gezahlt und solche Geschichten? Ja, das ist ein guter Punkt. Ich würde mal gerne zwei Fragen zu einer verbinden, und zwar für alle, die jetzt gerade mit den Fingern, keine Ahnung, zuckeln, weil sie gerade auch einen Pitch vorbereiten. Und zwar, was muss in einen Pitch und was hat in einem Pitch nichts zu suchen, aber kommt dauernd? Und die Frage würde ich als erstes vielleicht mal zu Odile geben, und du könntest das dann vielleicht zu Falco weitergeben und dann könnte es zu Jens weitergeben werden, weil ich finde es gerade ganz spannend, weil Odile, du hast ja viel Kontakt auch mit Studenten und vielleicht sieht man dort am meisten noch Fehler, die beim Pitch gemacht werden und die man vielleicht nicht machen sollte. Also es, ich würde sagen, ich will nicht die ganze Struktur von einem Pitch durchgehen. Es gibt auch sehr, sehr viel Online-Quellen. Also es gibt sehr gute Artikel mittlerweile. In Games Industry, die haben gerade eine ganze Reihe an Artikeln gemacht mit Interviews von super bekannten Leuten von Sony, von Microsoft, die sagen, was muss in einem Pitch rein, was muss nicht sein, in der GDC-Vote. Also für alle zugänglich, gibt es auch sehr gute Vorträge. Ich benutze dieses Material immer für meinen Unterricht, wo ich man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Also wenn man ein bisschen sucht, hat man schon ganz gute Einblick in was, wie kann ein guter Pitch aussehen oder was sind die Fehler, die immer wieder passieren. Aber ich würde zwei Aspekte für mich rauspicken, das auch oft bei jungen Leuten findet. Es ist, für mich muss in einem Pitch, es ist, das Spiel ist wichtig, aber das Team ist auch extrem wichtig. Und sehr oft haben wir mit jungen Leuten zu tun, die vielleicht sagen, ja, ich habe aber doch noch nie so viel gemacht und es ist mir unangenehm, über mich zu reden. Und das ist falsch. Also wenn wir, insbesondere für unsere Accelerator zum Beispiel, wenn wir mit ein Projekt aussuchen, 50% ist das Spiel, das Projekt, was wir denken, Marktpotenzial hat, aber 50% sind auch die Leute, die uns überzeugen, dass sie gutes Potenzial haben. Und das fehlt immer mal wieder, wo ich nicht genug Informationen über ein Team sehe und nicht genug überzeugt bin, was diese Leute können und deren Persönlichkeit auch besser einschätzen kann. Und was für meine Verhältnisse viel zu oft vorkommt, was mich wenig interessiert, ist die Background-Geschichte vom Spiel. Außer es ist ein Action-Adventure. Also da, wo ich ein Point-and-Click-Adventure, wo ich dann ein bisschen mehr Information brauche. Meistens, es gibt viel zu viel Informationen über die Hintergrundgeschichte bei egal welchem Genre, wo man einfach die paar Minuten, die man hat, Aufmerksamkeit für eine Pitch, sehr oft sehe ich, dass es ein bisschen zu viel Zeit damit verbracht wird, über die Geschichte zu reden, die letztendlich oft zweirangig ist fürs Erste, würde ich sagen. Aber vielleicht, ich sollte an Falco weitergeben, glaube ich. Ich kann mich nur anschließen, um ehrlich zu sein. Also ich sehe es auch so, dass die Hintergrundgeschichte manchmal ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gestellt wird. Insgesamt würde ich mich für den ersten Pitch ein bisschen zurückhalten. Manchmal im MMO-Bereich haben wir extrem detaillierte Pitches mit so funktionieren diese und diese Systeme im Detail bekommen. Das ist das PvP-Bla-Modell, was mich vielleicht in den ersten paar Minuten noch gar nicht so wirklich interessiert. Ich will erstmal wissen, so, worum geht's grundsätzlich im Spiel? Vielleicht gibt es ein PvP-System, was es komplett von allen anderen unterscheidet, die es so im Markt gibt, dann will ich natürlich was darüber hören. Aber auch das Team ist total wichtig, weil wenn ich einem Team Geld gebe als Publisher, um ein Spiel fertig zu machen, will ich, dass das Spiel gut wird, was am Ende rauskommt. Ich will aber auch, dass das Spiel am Ende rauskommt. Und das Vertrauen muss erstmal aufgebaut werden, dass ich dem Team zutraue, dass sie das fertigstellen. Und klar ist das ein bisschen schwieriger, wenn man ein sehr junges Team ist, aber man kann trotzdem ein bisschen in den Vordergrund stellen, was sind so die Leute, wie sind die zu diesem Punkt gekommen, wie ist die Aufteilung im Team. Auch um mir zu zeigen, da gibt's eine Struktur und das ist durchdacht. Das ist nicht nur einfach so, oh, wir haben uns jetzt mal zusammengesetzt und machen ein Spiel, sondern hey, wir haben uns hingesetzt und einen Plan dafür gebaut. Wir haben vielleicht schon mal auskalkuliert, was wir glauben, dass es kosten könnte. Die und die Sachen haben wir vielleicht damit einberechnet. Und ob man jetzt einen kompletten Kosten-Breakdown drin haben muss oder nicht, das kommt immer noch ein bisschen drauf an, was man jetzt gerade fragt und mit wem man gerade spricht. Aber ein grobes Budget sollte schon irgendwie mit drin sein. Was ich auch total oft habe, was mich ein bisschen nervt, ist nicht nur die Hintergrundgeschichte, sondern dass ich
Entwickler darauf konzentrieren, so, ja, das ist jetzt hier die politische Message, die ich damit senden will, und das ist total cool und das sagt das und das und das. Okay, fair enough, das höre ich mir auch gerne an. Und dann frage ich so, ja, aber ist es jetzt ein Mobile- oder ein PC-Spiel? Ja, gucken wir mal. Okay, ist es Free-to-Play oder ist es ein Premium-Spiel? Ja, kann es beides sein. Man muss schon eine klare Vision aus dem Projektplan raussehen oder aus dem Pitch. Ich sage jetzt nicht, dass alles in Stein gemeißelt werden soll. Und es ist gut, ein bisschen flexibel zu sein. Aber man muss schon genau wissen, was man machen will. Und wenn ich mit einem Publisher zumindest spreche, muss auch erkennbar sein, dass ich mir durchdacht habe, wie damit Geld zu machen ist. Weil ich liebe abgedrehte Indie-Spiele, in der es um die politische Message geht oder die wilde Experimente sind. Aber wenn ich einem Publisher nach Geld frage, ist der in erster Linie, hat er das Ziel, das Geld auch wieder zurückzuverdienen und dann vielleicht auch ein bisschen mehr als nur das. Und dann muss ich dem schon erklären können, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Okay, Jens, du hast sehr viele Pitches schon gemacht und du hast ja sicherlich auch da schon gemerkt, okay, das funktioniert gut, das funktioniert schlecht. Vielleicht kannst du da auch noch mal drauf eingehen und uns auch sagen, ob du vielleicht jetzt gerade bemerkst, dass du so viel Hintergrundstory gepasst hast oder ob das sonst gut lief bei dir. Also ich glaube, bei uns in der Palette ist auch alles schon vorgekommen und wir haben Pitches bei uns auf dem Server liegen, da geht mein Fremdschämen-Barometer, sprengt da jegliche Skala, die würde ich so heute nie wieder abgeben. Es ist auf jeden Fall eine Lernkurve dabei und viele Sachen sind einfach teuer durch Erfahrungen gelernt, weil man halt sich da verrannt hat oder in eine falsche Richtung gedacht hat. Und es kommt am Ende ist es eigentlich ganz einfach. Was du machen musst, ist jemand anderen von deiner Idee überzeugen. Und man spricht da vom Passion Transfer. Du musst halt versuchen, deine Hingabe, deine Leidenschaft für das Produkt an den Leser weiterzugeben. Und da ist, also es geht um, also wenn wir sowas machen und wenn wir denken, wir brauchen jetzt die richtige, auch so Pitch-Kampagne, wie kriegen wir das rüber, dann überlegen wir uns halt, was sind die Mittel dafür? Und dann auch mit der Erfahrung, die wir jetzt durch RCP ja auch angekriegt haben, die ja den Markt nochmal durch viel mehr Studio-Augen betrachten als nur unsere Augen, wissen wir zum Beispiel auch, dass ein Paper-Pitch, also eine reine PowerPoint-Präsentation oder so, das reicht halt jetzt schon seit Jahren nicht mehr aus. Was du eigentlich brauchst, um diesen Passion-Transfer rüberzubringen, ist halt mindestens so ein Fake-Gameplay-Video, aber im besten Fall eigentlich ein Prototyp oder eine Demo, die halt einen, auch wieder Fachbegriff, Vertical Slice-Niveau erreicht. Das heißt, einen Ausschnitt vom Spiel, der in nahfinaler Qualität so eine kurze Sequenz aus dem Spiel abbildet, dann als Video gecaptured ist, damit man das im Pitch schon mal vermitteln kann, 3-4 Minuten Spielzeit oder so, und dass das halt ja abholt, sagt man so, emotionalisiert, das Gegenüber versteht, ach, darum geht's und ich verstehe auch, wie ihr das behandeln wollt und ich verstehe auch euer Production Value, also wie aufwendig, wie hochwertig ihr das machen wollt, und das als Beweisführung aus Studioperspektive, wir beweisen hiermit, dass wir das auch können, das ist halt unersetzbar. Du kannst ja noch so schönes Gedicht in deinen Paper-Pitch reinschreiben, am Ende musst du halt auch beweisen, dass du da in der Lage bist, das zu machen, und wenn du jetzt nicht ein Studio bist, was auf dem Niveau schon zweimal abgeliefert hat, dann wirst du immer die Situation haben, dass du halt, ja, du musst diesen Nachweis erbringen, dass du es halt auch kannst. Und das ist halt, denke ich, sehr, sehr wichtig, in diesem ganzen Fahrwasser-Pitching diesen Passion-Transfer hinzukriegen und da halt sich zu überlegen, was sind die Mittel dafür? Wie gehe ich das ran? Eine Sache fällt mir noch ein, die ich immer gerne anbringe, weil ich bin ja auch mit der School for Games im Bunde und mache da Unterricht. Und das ist etwas, was ich erlebe, was so ein Rookie-Fehler ist. Da wird ganz viel Aufwand, ganz viel Mühe in so ein Pitch-Dokument reingesteckt und das wird so ganz akademisch nach bestimmten Regeln und Überschriften wird das dann ausformuliert, also richtig so formularmäßig ausformuliert. So, und dann sitzen wir im Meeting zusammen und ich lasse mir den Pitch vortragen. Und dann passiert oft was ganz Kurioses, und das ist nämlich, dass die Leute, die mir den Pitch vortragen, dann Sachen erzählen, die anscheinend ganz wichtig sind, weil das ist das Erste, wovon sie sprechen. Und die finde ich gar nicht oder viel zu spät im Pitch-Dokument. Mm. Und da spreche ich immer von der Gegenprobe, dass man muss diesen Pitch auch dann mal vortragen und machen, so diese Trockenprobe oder wie nennt man sowas im Theater?
weiß ich jetzt nicht. Aber ne, einmal selber Generalprobe. Ja, sowas. Also einmal selber den Pitch performen und dann überlegen, was ist denn tatsächlich der erste Gedanke, den ich vermitteln will? Und ist der auf dem ersten oder zweiten Slide meiner Präsentation auch wirklich zu finden? Und ganz oft ist es das nicht. Aber es ist ja ne, trotzdem das, was rübergebracht werden will. Also es ist einfach nur eine Gegenprobe für, wie kann ich meinen Pitch noch besser machen? Ja, indem man halt solche Sachen dann nochmal iteriert, also nochmal verbessert. Es ist auch, du sprichst was ganz Wichtiges an, also es ist auch nicht eine Art von Pitch, weil wir haben, du kannst einen Pitch per E-Mail schicken. Also wenn du dieses Kontakt aufnimmst, das ist dann ein Dokument, das gelesen werden muss. Da darfst du ruhig ein bisschen mehr schreiben und genau sicher gehen, dass alles verständlich ist, was auf dem Dokument ist. Wenn du aber von einem Pitch redest, die du vorträgst, da musst du viel weniger Wörter drin haben, weil die Leute können meistens entweder lesen oder zuhören, aber beides gleichzeitig selten. Deshalb muss es einfach viel grafischer aufbereitet werden und dann sehr wenig Wörter drin sein. Da musst du wissen, gegen welche Geschichte du diese Bilder erzählst. Da sind da zwei verschiedene, also dafür brauchst du schon zwei Pitches, die anders aussehen eigentlich, wenn du es richtig machen willst. Und also zum Thema Probe, ich sage nicht einmal, ich sage mindestens 10-mal, sich sicher sein und vor dem der gesamten Familie und Freundeskreis einmal durchexerzieren, so dass man genau weiß, was will ich sagen, zu welchem Zeitpunkt und richtig vorbereitet ist. Weil es ist auch nicht jeder Natur, mal eben was zu erzählen und man ist extrem nervös. Und besonders, wenn es um Finanzierung geht und um Zukunft von einem Studio, dann muss man sehr extrem gut vorbereitet sein. Und das ist ein Fehler, den ich immer mal wieder sehe, auch dass die Leute nicht genug diese Vorbereitung im Voraus machen. So ein bisschen, was erzähle ich? Das ist genau wie man kein Elevator-Pitch von heute auf morgen innerhalb schafft, muss man sich vorher Gedanken gemacht haben, was ist mein Elevator-Pitch, muss man auch eine ganz normale 10-minütige Pitch schon mal mehreres Mal geprobt haben, um genau zu wissen, was kommt gut an, ist meine Geschichte, man sagt immer, ein Pitcher sollte man eine Geschichte erzählen, weil die Leute merken sich die Geschichte, also die merken die Emotionen, die man da schafft zu wecken und weniger die Fakten. Aber die Fakten ist nicht schlimm, weil nach dem Pitch normalerweise sollte man auch schriftlich dann nachfassen und alles nochmal die Infos, die man braucht, schicken. Aber im Gespräch, wenn die Publisher wie Falco, die 50 Meetings in 3 Tagen hatten, die werden sich nicht erinnern an alle Pitches. Die werden sich erinnern an Leute, die wirklich geschafft haben, die emotional zu berühren, indem die was ganz besonders gezeigt haben, die ganz besonders gut erzählt haben, die eine besondere Geschichte dazu hatte. Also irgendwas, was hängen bleiben wird. Und das ist gar nicht so einfach. Und das kriegt man nicht so mal eben hin. Also das muss man wirklich geübt und gut überlegt haben vorher. Ja, kann ich nur bestätigen. Das ist auch ein bisschen eine Kunst, die Balance zu finden zwischen Üben und auswendig lernen, weil es gibt auch Meetings, wo, also wenn ich schon im 10. Meeting an dem Tag bin, vielleicht gerade noch so ein bisschen im Niedriggang vom nach dem Essen-Meeting bin und dann trägt dann einer was klar auswendig gelerntes, emotionslos einfach vor, dann folge ich dem auch irgendwann nicht mehr. Mhm. Also diese Kunst, dass man genau weiß, worüber man spricht und was man rüberbringen will und auf die richtige Art, aber nicht das runterleiern, was man gerade in 10 anderen Meetings runtergeleiert hat, muss man sich auch so ein bisschen selber zurückhalten, weil da fällt man gerne mal dann einfach rein und sagt so, ja, das hört sich doch cool an, aber beim 8. Meeting hört sich dann vielleicht nicht mehr so cool an. Um diesen Passion Transfer ist so auch wieder so ein Anglizismus, den wir um uns werfen, aber ich finde, der fängt das ganz gut ein, weil du willst den anderen dafür begeistern. Du willst nicht nur dem zeigen, hey, das ist auf dem Papier eine mathematisch gute Idee und eine gute Investition, sondern der muss da Bock drauf haben. Und das hört auch gar nicht beim Entwickler zum Publisher auf. Das geht auch bei uns im Publisher so weiter. Ich muss den Passion Transfer dann auf unsere Leute intern leisten, dass die da so viel Bock drauf haben, weil selbst der nachher die Videotrailer schneidet, macht bessere Videotrailer, wenn er das auch cool findet. Hm. Das heißt, ich muss mich darauf fokussieren, dass die Idee und das Feuer, was der Entwickler für sein Spiel hat, dass das nicht nur auf mich übergeht, sondern auch auf die nächste Person. Denn am Ende will auch der den Trailer schneidet, dass dieses Feuer auf den Spieler übergeht. Denn der kauft sich eher ein Spiel,
was er total cool findet, als eins, wo alle Checkboxen irgendwie abgehakt sind, die er braucht in seinem Spiel. Das heißt, das geht so die ganze Kette drunter. Deswegen ist das eigentlich ein ganz gutes Wort. Und auch im Pitch das im Kopf zu behalten, dass ich hier eine Emotion vermitteln will, dass ich den anderen begeistern und ins Boot reinholen will. Ja, die Odile hatte ja auch gesagt, schön üben, 10-mal mindestens. Das hat mich gerade an mich selbst erinnert, denn ich habe, wenn ich mal einen Talk gegeben habe auf so einer Konferenz, da war es bei mir auch so, ich habe es mindestens 5-mal vor meiner eigenen Kamera präsentiert. Und das ist sehr hilfreich, weil dann sieht man erstmal, wie steif man dasteht am Anfang und kann dann mal gucken, ob man sich nicht doch mal so ein bisschen bewegt, ein bisschen lockerer wird und sowas. Das heißt, selbst wenn gerade keine Freunde und keine Familie zur Verfügung sind, kann man damit sich sehr gut selbst kontrollieren. Das bringt einen schon sehr, sehr weiter. Und ich kann mich da nur anschließen. Ich habe letztens von Julian Love, ein VFX-Artist, der hat auch so Talks gemacht und der meinte, 80 Stunden investiert in eine Stunde Talk. Also so 2 Wochen Vollzeit-Vorbereitung und eine Stunde Präsentation. Also da ging es jetzt nicht um Pitches, da ging es einfach nur um einen 1-Stunden-Talk. Aber er meinte, das ist so sein Ding, seine Zeitmaßgabe. Und ich fand das durchaus realistisch, weil es bei mir ähnlich gewesen. Und dann ist das auch einigermaßen okay. Also man fühlt sich dann einigermaßen sicher. Und Jens, vielleicht kannst du ja auch dazu nochmal sagen, wie viel Zeit du investierst in deine Pitches. Und was mich vor allem mal interessieren würde, du hattest gesagt, Prototypen, Vertical Slices, das sind ja alles Investitionen, die man machen muss. Also wenn jetzt die Studenten bei der Odile zum Beispiel, die sind ja meistens finanziert, vielleicht von der Familie privat oder BAföG oder sowas, ne, und können die Sachen dann vorbereiten. Aber ihr als unabhängiges Studio, ihr könnt jetzt ja nicht den ganzen Tag nur Pitches vorbereiten, die am Ende ja nicht garantiert zu einem Vertragsabschluss kommt. Wie macht ihr das denn? Ihr könnt, also ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, die ganze Zeit so einen aufwendigen Pitches und aber auch zum Beispiel die Prototypen zu entwickeln. Ja, also zur ersten Frage, ich bin auf jeden Fall auch schuldig, dass ich nicht vollendet vorbereitet in solche Pitches hineinstolpern mag zu Zeiten. Das heißt, das ist immer ein Faktor, da kann man immer sich noch verbessern. Und es ist auch, das muss ich auch gestehen, ich bin auch nicht der vollendete Bühnenakrobat, also es ist auch tagesformabhängig bei mir. Sehr, sehr doll. Also es ist eine Typenfrage ganz doll. Und glücklich, wer da ein Naturtalent ist. Das sind dann Verkaufsasse, kann man auch im Hiring gut berücksichtigen. So jemanden, so ein Showman oder eine Showwoman kann man gut gebrauchen im Team, die man einfach hinstellen kann und die einfach das Feuer weitergeben kann. Mhm. Ja. Die zweite Sache, das ist eine wirtschaftliche Frage tatsächlich. Du versuchst aus deinem Tagesgeschäft natürlich eine Marge, eine Gewinnzone zu behalten und von dieser Marge, die kannst du frei verfügen und da kannst du dann auch Leute, dein Team auf eigenen Sachen arbeiten lassen. Oder eben auch es gibt nämlich, da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, aber es gibt ja noch RFPs, so nennen wir die in der Remote Control Family, diese Requests for Proposals. Aber das sind ja auch Sachen, die erstmal unbezahlte Aufwände sind. Das heißt, wenn du ein Tagesgeschäft hast, bei uns sind das halt Auftragsarbeiten, dann willst du daraus auch eine Gewinnzone abschöpfen und von dieser Gewinnzone kannst du natürlich einmal den Obstkorb hinstellen fürs Team und den Kaffee bezahlen, aber du kannst auch, oder mal neue Hardware oder sowas, aber du kannst eben auch dann Aufwände investieren, wie eben eigene Prototypen oder Demo-Szenen. Oder ja, also sobald ja einer aus deinem Team anfängt, an sowas zu arbeiten, läuft ja die Kostenuhr, ja. Halt auch eine Präsentation machen. Und das kann tatsächlich auch teilweise so sein, dass du dann einen Game Designer mal 3 Tage dran arbeiten hast, dann brauchst du jemanden, der das Layout macht, das macht bei uns oft die Person, die UI, User Interface macht. Du brauchst eventuell für ein Key Artwork oder ein Mockup-Screen brauchst du ein bisschen 3D-Art, was dann nochmal overpainted wird, also hat die Art-Abteilung was zu tun. Und dann bist du ganz schnell mal dabei, dass du 5, 6, 7 Manntage an einem Pitch-Dokument investiert hast und dann bist du wahrscheinlich sogar noch schnell dabei gewesen. Also je nach Umfang von so etwas geht das schnell mal in die Woche oder 2 Wochen Manntage, die man da bezahlen muss und dann ist ein Pitch-Papier am Ende ein paar tausend Euro wert. Und das ist schon relevant. Das kann man also auch nicht
das kannst du nicht für jede dahergelaufene Idee machen. Deswegen ist es so wichtig, dass du intern einen Prozess hast, bei dem du dann sicher bist, okay, das ist es. Das ist jetzt die Idee, an die wir selber glauben, für die wir selber begeistert sind und die wir dann auch, wo wir denken, dieses Produkt verdient es eigentlich, das muss gemacht werden. Die Welt ist besser, wenn es dieses Spiel gibt. Das ist eigentlich das, der Anspruch, den du haben musst an deine eigene Zeit, weil, stell dir mal vor, im dümmsten Fall, du gewinnst den Pitch und dann musst du dieses dusselige Produkt auch noch machen. Deswegen, besser du liebst das Biest, weil es wird ein Biest werden. Und nur irgendein Game auf Teufel komm raus gepitcht und nur auf Vernunft, ich hab's jetzt irgendwie rumgekriegt und wir können das jetzt machen, das kann man ein paar Mal machen in seiner Karriere, da führt bestimmt kein Weg dran vorbei und wahrscheinlich lernt man was daran. Aber die Sachen, wenn du dich dann ein Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre oder so, wie ja Spieleproduktion manchmal anhalten können, Games as a Service, weißt du, was dann so über sein Release hinaus noch weitergepflegt werden will, besser du liebst dieses Ding wie dein eigenes Kind. Das ist also der Anspruch, den wir jetzt auch entwickelt haben an unsere Produktion. Unsere Zeit ist zu schade, Vernunftprodukte zu machen. Wir machen nur noch die Sachen, für die wir echt Feuer haben. Vielleicht nutze ich einfach die Vorlage jetzt, weil ich habe letztes Jahr mit Unterstützung von ein paar Leuten ein Buch geschrieben über Publishing-Strategien für unabhängige Spieleentwickler. Mhm. Man kann auch ein Spiel entwickeln, ohne einen Publisher zu suchen und auch selbst publishen. Und das in dem Buch letztendlich geht es nur darum, sich zu überlegen, was man will. Und das ist genau, was du sagst, Jens. Dann muss man ganz genau wissen, was für eine Strategie habe ich, was will ich erreichen, will ich zusammen mit Publisher arbeiten, was sind die ganze, mal eben Pitch machen und rausgehen damit, es bringt nichts. Das ist in den Zusammenhang eine ganze Strategie und eine klare Ziele, das ich habe als Entwickler. Und wenn ich gesehen habe, dass sie meistens da teilweise ein bisschen zu schnell da reinkommen, sondern ich habe ein Projekt, ich mache einen Pitch und ich suche einen Partner und dann festzustellen, dass sie entweder keinen Partner finden oder nicht der richtige Partner oder dass es sich nicht so funktioniert. Wie gesagt, vielleicht sollten wir einfach ein paar eine Hilfe anbieten. Welche Frage sollte man sich im Voraus stellen, bevor man überhaupt über Pitching, Publishing und so weiter redet? Und daher ist dieses Buch entstanden letztes Jahr. Genau, Odile. Ich habe nämlich, vielen Dank auch für das Buch übrigens, ich habe es gelesen und hier einfließen lassen in die Notizen und das war eine sehr, sehr große Hilfe und ich glaube, das wird auch vielen Entwicklern helfen mit der Frage eben, ist ein Publisher gut für mich oder soll ich es lieber selbst probieren mit vielen tollen Beispielen drin, zum Beispiel auch Pitches, was man da machen kann und was nicht mit Beispielen. Mhm. Und das ist so eine anschließende Frage, weil ein Zitat habe ich mir rausgesucht und zwar hieß es da, wenn jedoch ein großer Teil des Spiels oder zumindest der Prototyp bereits entwickelt ist und sich das Produkt in einem anständigen Zustand befindet, wird ihre Verhandlungsposition mit dem Publisher besser sein. Das hatte ich mir nämlich als Frage auch notiert und das hatte Jens eben gesagt, dass das Pitch-Dokument schon mehrere tausend Euro wert sein kann, aber da reden wir ja nur von dem Pitch-Dokument. Aber wie ist es denn mit einem richtigen Prototyp? Jens, habt ihr sowas schon mal gemacht und dann festgestellt, wir haben jetzt 2 Wochen das volle Team dran arbeiten lassen und es ist nichts mehr rausgekommen? Ja, das ist auf jeden Fall ein Risiko, was du als Entwickler trägst. Das kann sehr gut passieren. Also es sollte hoffentlich so sein, dass es, selbst wenn du jetzt den einen Pitch, den du jetzt vorbereitet hast, für viel Aufwand, am Ende viel Geld, selbst wenn du den nicht sofort ins Ziel tragen kannst, also da nicht sofort eine Produktion rauskommt, dann hast du hoffentlich wenigstens erreicht, dass allen, denen du es gezeigt hast, bei denen der Eindruck entstanden ist, hey, ihr seid irgendwie ein cooler Shop und ihr macht hochwertige Sachen, lass uns mal in Zukunft weiterreden. Dass dieser Fuß, den man dann schon mal in der Tür weiter drin steht, dass das wenigstens dabei rausgekommen ist, das ist am Ende auch sein Geld wert, weil du dadurch natürlich dein eigenes Netzwerk voranbringst und dadurch die Schwelle senkst, den nächsten Deal zu machen. Es ist so, dass man natürlich nicht Hals über Kopf da reinstürzt. Du weißt ja vorher, können wir uns jetzt 2 Wochen auf den Pitch leisten oder nicht leisten? Das machst du einfach durch deine Finanzplanung, machst du das aus und dann ist das ein kalkuliertes Risiko oder kalkulierbares Risiko. Und dann weißt du auch, okay, in den 2 Wochen, cool, können wir, aber dann kommt da nur ein Doc raus, also ein Dokument raus. Oder ja, können wir, aber wir haben sogar
keine Ahnung, irgendein cooles Artpack und vielleicht schon irgendein Code aus dem alten Produkt. Wir können also auch eine schnelle Demo zusammenstöpseln. Und das sind dann Entscheidungen, die man mit seinem Produktionsteam zusammen trifft, eben um halt kalkuliert in so ein Risiko reinzugehen. Ja, und bei uns, Gründungsgedanke, den wir haben und wie wir das machen, ist ja, It Matters Games ist ja gegründet im Sinne von, wir wollen einfach Games machen. Und es geht nicht darum, dass wir uns gegründet haben, weil wir dieses eine Spiel machen wollten. Das ist ja oft das, was so Studenten haben, die aus dem Studium heraus gründen, weil sie ihr Studentenprojekt jetzt fertig machen wollen. Und dann ist ja oft historisch gesehen das Problem, oh, jetzt haben wir das gemacht und jetzt haben wir es auf den Markt gebracht und dann ist das erste Spiel meistens auch nicht so das erfolgreiche Spiel. Aber es ist dann auf einmal so eine Sinnkrise da. Jetzt, wo wir das gemacht haben, weshalb wir gegründet haben, gibt es jetzt eigentlich noch eine Motivation weiterzumachen. Und das gibt es in der Form jetzt bei mir in der Unternehmung nicht, weil wir erstmal uns darstellen, als wir machen einfach Games. Und deswegen ist Auftragsgeschäft halt ein Pfeiler, auf dem wir hier wirtschaftlich bauen. Und neben dem Auftragsgeschäft, woraus wir natürlich viel Erfahrung ziehen und Netzwerk aufbauen und eine Wirtschaftlichkeit aufbauen, daneben wollen wir natürlich auch unsere eigenen Own-IP-Produkte nach vorne bringen. Und das sind halt unsere Passion-Produkte. Und im besten Fall haben wir auch jede Menge Passion für die Auftragsarbeiten. So, das ist natürlich dann der Kunstgriff, wo ich auch in der jüngeren Vergangenheit sehr happy bin drüber. Da ist uns das ganz gut gelungen. Was das Risiko angeht, was ja nach dem Pitch oder nach dem Prototypen oder dem Gameplay-Video zumindest kommt, das ist ja dann wieder ein Teil für sich, das Verhandeln mit dem Publisher. Das ist ja nicht so, als wäre das Risiko weg, wenn man das vorher nicht macht, ne? Das wäre dann nur transferiert auf den Publisher. Das heißt, umso mehr ich vorher in Vorleistung gehe, umso mit mehr ich in die Verhandlung reingehe, umso mehr kann ich dann auch zurückfragen. Also im Mobile-Bereich hat man das ganz oft, dass die Spiele schon viel weiter sind. Vielleicht lief da sogar schon ein Marketing-Test. Im Hyper-Casual-Bereich gibt es überhaupt kein Pitching mehr. Da werden Spiele einfach, weil es eine Woche dauert, um was Testbares zu machen, direkt mit dem Publisher getestet und dann daran entschieden. Aber umso mehr ich schon gemacht habe und umso mehr von diesem Risiko schon auf der Seite des Entwicklers liegt, umso mehr kann der Entwickler dann natürlich auch fragen. Höhere Finanzierung oder größeren Share, wenn es um die Verteilung der Royalties geht und so weiter. Also es ist nicht immer, dass es dann verlorenes Geld ist, was ich da reingesteckt habe, sondern es bringt mir dann gegebenenfalls auch einen Vorteil in der Verhandlung, die ich mit dem Publisher später habe. Ja, ich glaube, also Falko, jetzt, ihr müsst mich sagen, wenn ich falsch liege, aber meine Erfahrung ist, dass bei den Entwicklern, wenn ich ein Team aus Leute habe, die schon 20 Jahre bei Ubisoft, Electronic Arts und Activision gearbeitet haben und sich zusammentun und dann ein super Konzept bringen und dann ein Konzept auf Papier verkaufen, vielleicht haben die Möglichkeit, einen Publisher sofort zu finden. Aber bei einem jüngeren Team, das vielleicht ein oder zwei Spiele gemacht hat, dann ein Publishing-Vertrag auf ein Papierkonzept zu bekommen, halte ich für höchst unwahrscheinlich. Da muss von den Entwicklern, und es ist klar, dass es die Finanzierung nicht einfach ist, schon viel mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden. Und überzeugen kann man aber am besten, wie Jens schon sagte, mit Video oder mindestens kleines Prototyp, was wirklich zeigt, wie das Spiel aussehen könnte am Ende. Und wir haben schon das Glück in Deutschland, genauso wie in Frankreich, dass es auch einige mittlerweile eine öffentliche Finanzierung gibt für Prototypentwicklung, so dass man schon die Entwickler sehr gut unter die Arme greift, weil man dann erkannt, das ist nicht einfach, einen Publisher-Vertrag zu bekommen mit nur Papier. Und da wird schon sehr viel geholfen, so dass die einen spielbaren Prototyp haben, so dass sie dann auch auf der Publisher-Suche gehen können mit wirklich was Festes in der Hand. Ich würde sogar sagen, selbst wenn man Leute hat, die schon an größeren Sachen mitgearbeitet haben, ist es nicht so einfach. Weil als Publisher in fast jedem Pitch-Dokument, was ich bekomme, steht 100 Jahre zusammen in der Games-Industrie. Wir haben an diesen 18 großen Spielen mitgearbeitet. Und dann guckt man als Publisher natürlich erstmal genauer hin. Okay, du warst jetzt irgendwie im Support für dieses Spiel. Das ist ein bisschen anders, als wenn du Lead-Artist für dieses andere Spiel warst. Und natürlich bringt das einen Vorteil, wenn man schon Erfahrung hat. Aber gerade wenn man auch als Team neu zusammengekommen ist, muss man erstmal beweisen, dass man in dieser neuen Konstellation auch ein Spiel fertig
machen kann. Also ich würde sagen, selbst wenn man einigermaßen namhafte Leute zusammenholt, kann es immer noch schwierig sein, nur mit einem Papier einen Deal zu bekommen. Was ich ja spannend und gleichzeitig auch problembehaftet bei Spieleentwicklung finde, ist, die dauert teilweise, also jetzt vielleicht abgesehen von dem Hyper-Casual-Markt, relativ lange oft, ja, sagen wir mal 2-3 Jahre oder auch bis zu 7 Jahre. Ich habe immer das Glück, bei Projekten zu landen, die sehr lange, also mindestens 5 Jahre dauern. Und da ändert sich ja so ein Spiel auch gerne mal, ne? Jetzt ist aber der Pitch am Anfang, gibt es eine gewisse Grundidee. Wie ist das denn, Falco, als für dich als Publisher von der Seite, wenn du dann siehst, nach ein paar Jahren, ja Leute, das ist komplett was anderes, als ihr uns damals verkauft habt in eurem Pitch. Ja, das kommt schon vor. Das ist dann ein bisschen aber auch die Kappe des Publishers. Der sitzt ja meistens mit Produzenten dran, die da ein bisschen drauf achten und dann auch sich das erklären lassen. Also in dem Falle hört der Pitch dann eigentlich nie auf, weil wenn du was verändern willst an deinem Spiel, meistens setzt du ja mit dem Publisher Milestones fest, die erreicht werden müssen und einen gewissen Umfang vorgeben. Meistens detailreich tatsächlich in dieses Feature, jenes Feature muss da drin sein, dann nicht immer ausdefiniert genau. Aber wenn du jetzt sagen willst, okay, wir wollen jetzt diese 5 Features streichen und denken jetzt, das ist ein viel besseres und das wollen wir im nächsten Prototypen zumindest irgendwie drin haben, dann hast du die Diskussion mit dem Publisher wieder und der Publisher muss dann da mitentscheiden, gucken, macht das Sinn, sollte sich das Spiel dahin entwickeln. Und oft ist das ja so, dass man, das kommt ja nicht irgendwie aus einer wilden Idee, sondern man sieht es an Beispielen in anderen Spielen, die rauskommen, oder man hat einen Prototypen, der nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, und dann entwickelt sich das ganz organisch. Also oft sind die Meinungen dann gar nicht so unterschiedlich. Es ist also schon irgendwie vorgesehen, dass sich die Sachen verändern. Was natürlich ein Problem ist, ist, wenn das einen großen Einfluss auf die Länge der Produktion beziehungsweise auch das Budget der Produktion hat. Da rechnen wir natürlich immer mit einem bisschen Buffer mit ein, weil das hatte ich noch nie, dass irgendwas, also im Hyper-Casual-Bereich bei 2 Wochen kommt das schon mal vor, dass was innerhalb der 2. Woche dann auch fertig wird. Aber bei größeren Produkten, klar, hast du da Verzögerungen, du planst zumindest mal ein, dass da irgendwie einen Monat oder 2 vielleicht drangehängt werden müssen, und du kalkulierst ein, wie sind denn dann die, wie wirkt sich das denn dann auf den Deal insgesamt aus? Woher wird das Geld dann nachher zurückgeholt oder ändert das irgendwas am Anteil, den der Entwickler danach an den Umsätzen hat und so weiter? Das heißt, man muss gucken, dass das finanziell abgefedert wird, aber oft sind die Meinungen da vom Publisher und Entwickler einigermaßen gedeckt, dass die sehen das dann schon beide, dass solche Änderungen nötig sind. Wollte ich ergänzend dazu, dass sie so wichtig, dass man das Mündliche berücksichtigt, wenn man pitcht. Da haben wir schon ein bisschen davor darüber geredet, dass es darum geht, auch das Team kennenzulernen, weil du wirst definitiv in einem Vertrag, Publishing-Vertrag, wie so der Publishing Beziehung, wirst du so viel Änderungen haben und Probleme und so weiter, da musst du schon in der Lage sein, mit dem Publisher das gut lösen zu können. Und das kannst du nur, wenn wirklich die Kommunikation gut funktioniert und man die gleichen Ziele hat insgesamt. Und daher ist es so wichtig, euren Pitch sich kennenzulernen. Eine Sache, die ich gemerkt habe in meiner Zeit, ich war auch ein bisschen an der School for Games zum Unterrichten, aber im Allgemeinen habe ich das eher bei unerfahreneren Leuten gemerkt, dass die oft ihre Sachen nicht zeigen. Das kann ein einzelnes 3D-Artwork sein oder eine Zeichnung, aber vielleicht auch ein Spiel. Sie zeigen es nicht gerne in einer frühen Entwicklungsphase, weil sie Angst haben, dass es dann andere klauen könnten. Und ich frage mich, Odile, wenn du auch mit Studenten zusammenarbeitest oder auch mit jüngeren Teams, ne, was du ja meintest, dass die vielleicht 1-2 Spiele veröffentlicht haben und dann zu einem Accelerator kommen. Ist dir das auch schon mal irgendwie untergekommen, dass die Teams gesagt haben, ja, ich weiß nicht, also ich meine, es macht eigentlich keinen Sinn, weil sie müssen ja pitchen, aber vielleicht, dass sie dann sagen, wir wollen aber eigentlich nicht, weil sonst klaut jemand die Idee. Und ich frage mich auch, ob es passieren könnte, dass der Publisher vielleicht ein Spiel ablehnt, aber es dann insgeheim doch baut, aber mit einem anderen Team, was zum Beispiel erfahrener ist oder so. Also ehrlich gesagt, ich reg mich immer tierisch auf, wenn ich das höre.
Ihr wollt mir was verkaufen, aber ihr erzählt mir davon nichts. Also das sagen wir unsere Studenten, also ganz klar, die wollen, wenn die sagen, ja, das ist die Geschichte und wir sagen nicht das Ende, weil wir nicht spoilern wollen, dann wird das ist jetzt genau das falsche Forum dafür. Wir müssen es wissen, weil der Publisher nicht weiß, wie es zu Ende geht, kann er auch nicht sagen, ob es gut ist oder nicht. Also das ist wirklich. Es gibt immer schwarze Schafe und es gibt es auch in diesem Geschäft. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das halte ich für absolut gering, dass einer die Idee nimmt, klaut und dann ganz schnell selbst entwickelt. Dieses Gefahr würde ich absolut vernachlässigen und versuchen, meine Idee ganz gut zu erklären und alles zu zeigen, was beeindrucken kann und nicht zurückhalten. Da bin ich auch ganz, ganz konsequent in den Aussagen. Dann will ich auch nicht mehr drüber reden, wenn einer nicht mit mir ehrlich sein kann. Also das ist jetzt eine Sache, die du auch schon öfters erlebt hast, dass genau diese Argumentation kommt. Ja. Andauernd. Ich würde es auch gern mal an Falco weitergeben, die Frage, weil ich habe mit jemandem zu tun gehabt, der so ein bisschen auch im Mobile Games unterwegs war und er hat mir so ein Beispiel gezeigt. Es gab da das Spiel Donut Country oder Donut County oder so. Das war ein Spiel, was für PC entwickelt wurde und irgendeine Mobile-Firma hat das genau 1:1 kopiert und für Mobile umgesetzt. Und der meinte dann zu mir so, ja, diese Firma, die ist darauf spezialisiert sozusagen, Spiele sich anzugucken, die irgendwie interessant sind und dann ganz schnell zu kopieren. Und ich frage mich, ob die Idee, also oder ob diese studentische Angst, ja, vielleicht im Mobile Games, vielleicht hast du da irgendwie Erfahrung, das schon mal gemerkt, etwas mehr berechtigt ist, weil eben die Spiele dort weniger lang entwickelt werden. Ja, also im Hyper-Casual-Bereich ist das tatsächlich ein bisschen ein Problem, auch weil man so früh testet. Meistens, wenn man irgendwie eine Woche an einem Prototypen gesessen hat oder zwei und dann packt man den raus, um zu gucken, wie der so läuft. Und es gibt tatsächlich Publisher, die beobachten die Accounts von anderen Publishern oder Entwicklern und lassen sich dann vorsichtig gesagt inspirieren von solchen Ideen. Mhm. Da ist es tatsächlich ein Problem. Also wir haben auch zurzeit ein Spiel, was wir getestet haben und dann haben wir gesehen, dass ein anderer großer Publisher ein Spiel hat, was gleiche Setting, gleiche Perspektive, 4 von 5 Minispielen sind die gleichen. Und dann waren wir auf einmal in der Situation, okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen schneller launchen. Also das passiert im Hyper-Casual-Bereich tatsächlich. Da hilft es aber auch am wenigsten, das irgendwie zu versuchen zu verheimlichen, weil alle immer öffentlich testen, also wirklich im US-App-Store. Das kann man schwer irgendwie mit NDAs oder so, wo man es ja versucht, im normalen Publishing-Geschäft vielleicht ein bisschen zu verhindern, also so Non-Disclosure-Agreements, dass man das nicht weitererzählen darf, um das abzufedern. Bei dem Fall von Donut Country und Hole.io ist es, glaube ich, ist es ein bisschen so, dass ich würde immer noch sagen, das sind unterschiedliche Spiele, da ist die Kernidee, die kopiert wurde. Und das kann im Hyper-Casual-Bereich schon mal passieren oder im Mobile-Game-Bereich. Bei Spielen, die sich wirklich nur auf ein Core-Gameplay runterdampfen lassen, dass das dann genommen wird und ein Spiel darum gebaut wird. Ich würde sagen, das Problem hat man bei den meisten Spielen nicht, weil wenn du sagst, okay, mein Spiel kann auf eine Kernidee runtergedampft werden, die sich innerhalb von einer Woche nachbauen lässt und dann ist das genauso viel Spaß wie mein Spiel, an dem ich schon ein halbes Jahr arbeite, dann ist das ein bisschen unglücklich. Ich finde, die Spiele sind immer noch, die haben zwar die gleiche Kernidee, okay, ich steuere ein Loch, in das Sachen reinfallen. Aber wenn das Einzige ist, von dem dein Spiel lebt, und das ist bei Donut Country nicht so, das ist ein tolles Spiel, das hat eine wacky Story, das ist total super ausgebaut und das steht für meiner Meinung nach für sich alleine. Aber es ist natürlich so, dass das kann schon mal vorkommen, wenn man damit an die Öffentlichkeit geht, dass das dann kopiert wird. Innerhalb eines Publishers habe ich das noch nie erlebt, dass ein Publisher die Idee von irgendeinem kopiert hat. Was man schon mal gesehen hat, ist, dass ich habe teilweise Pitches gekriegt, die extrem gleich waren, wo ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, so, hä, wie kann das denn passieren? Aber das passiert scheinbar zufällig manchmal, dass Leute eine sehr, sehr ähnliche Idee haben und dann ist man als Publisher schon vorsichtig, so, oh, jetzt hebe ich die E-Mail aber mal besser auf, dass ich nachher beweisen kann, dass ich nicht irgendwie dem anderen Team die Idee weitergegeben habe. Aber ich muss sagen, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen fies oder doof oder blöder Publisher an,
Aber die Idee an sich ist meistens auch nicht das, was so wirklich wertvoll ist. Ich würde sagen, die IP wird von vielen Entwicklern total überschätzt, mit wie viel Wert sie in die Zusammenarbeit reingehen mit ihrer IP. Weil ich würde fast sagen, dass bei einer neuen IP der Publisher genauso wichtig ist, die erfolgreich zu machen, wie der Entwickler, der sie sich ausgedacht hat. Weil du musst die Leute dafür begeistern, du musst den Leuten das präsentieren, du musst finanziell in der Lage sein, es möglichst vielen Leuten unterzubringen. Und da ist auch eine Wissenschaft dahinter, wie man das macht, wie man dann mit den Magazinen redet und so weiter, dass die Leute das dann auch tatsächlich findet. Das heißt, der Wert einer IP, bevor das Spiel startet, ist relativ gering, bis beide das zusammen aufbauen. Das heißt, als Publisher gehe ich jetzt eigentlich nie rum und sag, oh, das ist aber eine super Idee, das ist ja das wirklich Wertvolle und daraus mal ein Spiel. Ja, das Wertvolle für mich ist das Team, was diese Idee dann auch in der hohen Qualität umsetzen kann. Und in der hohen Qualität, und das unterscheidet dann auch oft, diese MeToo-Produkte, die sich irgendwo anders eine Idee herklauen, sind die Details. Ich weiß nicht, als Spieler fühlt man das manchmal in Spielen wie auf so kleine Details, die jetzt vielleicht gar nicht so offensichtlich sind, wie die aber das Spielgefühl anheben. Und das kriegt man meiner Meinung nach nur von richtig guten Entwicklern, die mit der die Idee selber hatten und hinter der Hauptidee, die man schön irgendwie in einem nach vorne präsentieren kann, dass da ganz, ganz viel hinter ist, wie bei so einem Eisberg, wo nur so die Spitze rausguckt. Ja, witzig. Die Eisberg-Analogie hätte ich jetzt auch in dem Zusammenhang gebracht. Dass der sichtbare Teil ist leicht zu kopieren, aber das, was unter der Oberfläche ist, das, was der Entwickler noch alles als Gedankengut, als Lore und so weiter und einfach auch wieder dieses Passion-Ding, diese Hingabe für das Produkt schon vorbereitet hat, schon vorausgedacht hat, das kannst du ja nicht einfach nur, weil du als Publisher böse bist und sagst, haha, ich klau dir die Idee und ich gebe sie meinem Haus- und Hofentwickler, der kann das nicht einfach nachvollziehen oder nachholen. Das würde verloren gehen in dem Vorgang und dann wärst du ja als Publisher würdest du dir selber ins Knie schießen, weil du dann nur noch mit dem zweitbesten Entwickler dieses Produkt machst. Du willst es ja mit dem Entwickler machen, der das ja lebt und zu Ende gedacht hat, das Produkt, und nicht mit dem B-Team, was dann ja derjenige wäre, der die Unterwasser-Eisbergstruktur nicht kennt. Also ich bin völlig bei Falco. Ich sehe das auch so, dass IP, Marke, Idee ganz lange ganz wenig Wert hat. Bis das, was es dann wertvoll macht, ist das Production Value, was dann ja Entwickler und Publisher gemeinsam in das Produkt investieren. Hast du in deiner Zeit, wo du Studenten auch hilfst, auch schon diese Aussage gehört, so, ich kann das nicht zeigen, weil dann klaut es jemand? Also, ich bin jetzt in den letzten Jahren nicht mehr in der Project Review gewesen, dass ich da jetzt die Produkte mit begleite. Ich mache eher dieses Einzelcoaching, dass ich also den eigenen Karriereverlauf der Studenten begleite. Aber ich glaube, dass zumindest jetzt von der School for Games ausgesprochen, gerade nicht eine besonders populäre Struktur da ist, zu sagen, mein Studentenprojekt, damit habe ich jetzt die Antwort auf ganz viele Probleme gefunden und das will ich jetzt als Gründungsgedanken nehmen oder ich will das jetzt selber veröffentlichen oder publishen lassen. Ich finde, dass die School for Games da einen guten Job macht, relativ nüchtern konservativ auf den Job in der Branche vorzubereiten. Und die meisten gehen raus mit ihrem Abschluss aus der School for Games und suchen erstmal die Betriebserfahrung in einem etablierten Studio. Und der Gründungsgedanke ist relativ gering bei School for Games Absolventen. Habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auf. Also ich kann mich der Odile auf jeden Fall anschließen. Es gibt sicherlich berechtigte Kritiken, wie wir es gesehen haben, ne? Bei Hypocache-Spielen, die vielleicht sehr schnell entwickelt werden, dass es sein kann, dass da mal etwas sehr inspiriert ist. Aber vor allem, wenn man im Studium ist, und da steht man natürlich auch hinter seiner Idee und ist ganz stolz und das ist ja auch toll, aber man sollte es auch nicht zu überschätzen und vor allem Leuten wirklich offen erzählen, worum es geht, wenn es darum geht. Und das nicht nur jetzt beim Publishing. Tatsächlich, unser Team hat das auch gemacht damals. Wir waren an der Games Academy, haben unser Spiel gepitcht und wir wollten auch nicht unsere Story-End erzählen, weil, keine Ahnung, das macht eigentlich
nicht viel Sinn. Also da überschätzt man sich dann doch, dass man vielleicht, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber auf jeden Fall, ich finde es gut, dass wir das nochmal hier angesprochen haben. Vielleicht hören Studenten zu und sind das nächste Mal dann offener. Ich glaube, es ist auch sowas mit, kenne dein Publikum. Mit wem redest du denn gerade? Du redest halt nicht mit einem Spielemagazin, wo du nicht spoilern willst. Du redest auch gerade nicht mit den Spielern, denen du nicht spoilern willst. Du redest mit potenziellen Geschäftspartnern, die du ja mit ins Boot holen willst und die ja zu Ende verstehen sollen, worum es dir mit deinem Produkt geht, und dann gemeinsam wollt ihr ja das Bestmögliche daraus machen. Und ein anderer Begriff, der mir dazu noch einfällt, ist so der, so, ich sag mal so, #Vertrauensgrundsatz. Den sollte man einfach einem Publisher entgegenbringen und umgekehrt sollte das auch so sein. Und eigentlich erlebe ich viel öfter, dass Publisher sehr bemüht sind, sehr sympathisch dem Entwickler gegenüber auftreten und sagen, ja, cool, was ihr da vorhabt, finden wir auch irgendwie valide, können wir uns vorstellen, aber ist gerade nichts für uns, aber wir kennen vielleicht jemanden für den, und dann wird man ein bisschen weitergeleitet. Also das ist eigentlich eine Situation, die, ne, wir klauen nicht deine Idee, aber wir wollen dir, und wir können sie selber auch gerade nicht umsetzen, aber wir sind trotzdem bemüht, wir wollen dir trotzdem helfen, dass das Ding umgesetzt werden kann. Also hier ist nochmal ein anderer Kontakt. Also das erlebe ich, glaube ich, öfter, als dass ich die Sorge hätte, oh, werden wir hier abgerippt. Ja, das, man muss auch sagen, das ist ja dann dieses relativ unwahrscheinliche Szenario, wo ich deinen Pitch so cool fand, dass ich das Spiel unbedingt machen will, aber dich als Studio so schlecht, ja, dass ich es auf keinen Fall mit dir machen will. Ja. Das ist schon schwierig hinzukriegen. Das ist schon ein Achievement, das so hinzukriegen wahrscheinlich. Ich würde gern mal Jens fragen, was ihr macht oder was du machst, bevor so einem Publisher-Gespräch, wenn das sehr einschüchternd wirkt. Weil diese Partner, die sind ja vielleicht einschüchternd, ne, große Publisher, wichtiges Gespräch und so. Vielleicht hast du da irgendwelche Rituale, irgendwelche guten Sachen zum Runterkommen. Und vielleicht kannst du die Frage dann direkt weiter an Odile geben. Da würde mich nämlich auch interessieren, was Odile so sieht, was die Studenten machen oder wie auch vielleicht von der Publisher-Seite. Das kann dann wiederum dann auch später noch Falco auch beantworten, was man vielleicht macht, um dem Entwickler, der da präsentiert, oder vielleicht den Studenten oder so, das ein gutes Gefühl zu geben, ja, ein bisschen sympathisch zu wirken und so, damit alles gut ist in der Präsentation. Aber vielleicht fängst du an, Jens, mit, falls es da was gibt. Also, ich habe da zwei Gedanken zu. Der eine ist, du kannst nicht ersetzen, dass du an dein eigenes Produkt glaubst. Und wenn du völlig überzeugt bist von deinem Produkt und es dann aber mit dem Gegenüber, den du versuchst jetzt zu überzeugen, davon nicht klappt, ne, dann ist so dieses, oh ja, es ist, ne, warum trennen wir uns jetzt? Es liegt nicht an mir, es liegt an dir. So, mein Produkt ist ja trotzdem gut, es passt jetzt gerade nicht für dich. Fair enough, gar kein Problem, ich gehe einfach zum nächsten Kandidaten. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Selbstversicherung, dass man so vorbereitet ins Gespräch geht, dass du dir nicht ganz schnell dein Produkt kaputt reden lässt oder dich selber als, das hast du jetzt nicht zu Ende gedacht und ich kann dich mit drei Fragen schachmatt stellen. Weil das ist dann peinlich, ne? Das will man nicht, und da, das ist so, als wenn man viel zu naiv in so eine, ja, durchaus schon eine Geschäftssituation reingeht. Dagegen sollte man sich absichern, und es kann auch wieder einfach in-house das Training sein, oder jetzt bei uns wäre das auch was, wo wir den Prozess mit Remote Control durchgehen und die das halt auch nochmal so gegen marktrelevante Fragen und Zahlen abgleichen, dass es einfach herhält, dass man Antworten hat auf so die Standardfragen, die so kommen, dass man davon nicht überrascht wird oder schachmatt gesetzt wird. Der andere Gedanke, den ich dazu habe, ist, dass ich oft gar nicht der erste Kontakt bin. Das ist also auch ganz hilfreich, dass ich halt diese Business-Developer habe, die den ersten Kontakt herstellen, die das Papier schon mal jemandem zeigen und der dann gegenüber RCP schon sagt, ja, finden wir auch cool, würden wir uns gerne mal mit den Entwicklern drüber unterhalten. Und dann habe ich ja eigentlich schon ein sehr sympathisches Auskommen, weil die wollen dann ja schon was von mir. Und das ist immer sehr, sehr angenehm, weil mir gefällt es immer sehr gut, über die eigenen Ideen und die eigenen Projekte zu reden. Das macht mir große Freude. Ich vergesse dann manchmal selber kritisch nachzufragen, wer bist du eigentlich und was hast du mir zu bieten, weil ich dann so tendenziell ein bisschen sehr bemüht bin, mich und das Studio und das Produkt Liebkind zu machen und zu verkaufen. Bin tatsächlich sehr neugierig, was Odils und Falkos Erlebnisse damit so sind.
Also ich habe, ich sehe nicht nur Studenten, ich sehe auch Firmen, die schon lange auf dem Markt sind und ich pitche zwar nicht, ich habe aber in meiner Karriere auch einiges gepitcht an Partnerschaften und das einzige Geheimrezept, das ich habe, ist tatsächlich wirklich vorbereitet sein. Also die Meetings, die ich total vermasselt habe oder die ich vermasselt sehe, ist, wenn ich nicht genug vorbereitet war, ich nicht einmal kurz davor nochmal drüber gegangen bin, was will ich sagen, warum mache ich das und was sind meine Kerne, Aussage, die ich da treffen will. Und auch die Tatsache, dass ich weiß, mit wem ich spreche und was will mein Gegenüber, was sucht er, wie, was kann ihm interessieren und das einzuschätzen. Also ich glaube, das ist auch, was ich bei alle Teams, genauso wie Studenten, immer sage, das ist Vorbereitung. Es gibt einen doofen Spruch, in Management heißt Vorbereitung ist 90% des Erfolgs, aber das stimmt auch tatsächlich. Nicht unvorbereitet reinzukommen in dem Meeting. Das Zweite, was ich sagen würde, ist aber auch, wie Jens vorher sagte, es muss nicht jeder das gut können. Und wenn man für sich selbst mal festgestellt hat, also das ist echt was, eine Situation, in der ich mich super unwohl fühle, zu verkaufen letztendlich, dann mache ich es nicht. Dann finde ich jemandem anders, der es für mich macht. Dann wird sich im Team jemandem anders finden, der das vielleicht mehr Spaß dran hat und auch das besser kann dann, weil er nicht so nervös ist. Es gibt Leute, die einfach nervös sind und das nicht können und nicht lernen werden auch. Und die muss man auch nicht zwingen, finde ich. Also das ist dann wirklich zu gemein, würde ich sagen. Und eine Sache, die ich auch sehe, und das ist natürlich in unserem Geschäft schwierig, weil wir alle eigentlich aus Überzeugung und aus Leidenschaft das machen, ist, das nicht persönlich zu nehmen. Und das fand ich von jetzt auch genau die richtige Bemerkung. Das ist letztendlich, auch wenn man in seinem Spiel verliebt ist, für den Gegenüber, es ist meistens für den Publisher, es ist ein Geschäft und er muss sich dafür begeistern. Aber wenn er sich nicht begeistert, das heißt nicht, dass das Spiel nicht gut ist. Und das heißt auch nicht, dass man selbst schlecht ist. Das ist diese Ebene zu schaffen, das ist nichts Persönliches. Dieses Mal hat es nicht geklappt, vielleicht nächstes Mal klappt es. Und das hat mit der eigenen Persönlichkeit und mit den eigenen Träumen und so weiter nichts zu tun. Und das ist, ich glaube, das kommt auch ein bisschen mit dem Alter werden, die erst und mit den Erfahrungen, die man immer wieder macht und wo man sieht auch dann, wie Jens und Falko schon gesagt haben, vielleicht klappt das dieses Mal nicht, aber wenn man ein gutes Gespräch hatte, dann kommt man auf die Leute wieder zurück und dann in ein paar Jahre später, dann hat man tatsächlich ein Spiel, das passt oder der Publisher sieht tatsächlich was, das ihm gefällt und kommt auf eine zu und sagt, oh, ich habe aber das, das ich machen möchte und ich glaube, ihr seid das richtige Team dafür. Also das ist das in der Langfristigkeit zu sehen, auch, dass es darum geht, Beziehungen aufzubauen. Und es geht nicht von heute auf morgen. Ich vergleiche sehr oft das Publishen von einem Spiel mit einem Partner, mit einer Ehe oder für die Jüngere mit einer Beziehung. Und die geht nicht von heute auf morgen. Die ist nicht jeden Tag super lustig. Es gibt Streit. Es gibt, aber Hauptsache die Kommunikation läuft und Hauptsache man kommt aneinander zusammen und man hat die gleichen Ziele. Und ich glaube, so muss man es ein bisschen so sehen. Ne? Das darf emotional sein, aber das darf auch nicht persönlich werden dann in der Beziehung letztendlich. Aber hattest du schon mal den Fall, dass du zum Beispiel bei jemand gepitcht hast, die haben abgelehnt und dann das nächste Mal wieder bei denselben Leuten gepitcht hast? Und also ich stelle mir vor, dass ich dann so da sitzen würde, so, ihr habt mich schon mal abgelehnt, ihr Bösen. Nein, das passiert ständig. Also da muss man wirklich auf neuen Tag, neues Glück. Ich verhandle ständig mit Leuten, die dieses Jahr vielleicht nicht mit uns gearbeitet haben, aus irgendeinem Grund, aber nächstes Jahr doch Interesse haben, solange man versteht, warum. Und das ist nicht nur, weil die sagen nicht, weil ich dich nicht mag, mache ich das nicht, dann brauche ich nicht mit denen zu reden. Aber wenn es geht darum, dass sie gerade das Budget dafür nicht haben, dass die ihre Portfolio gerade bei Publisher sehr oft, die haben nicht unlimitiert Geld für Spieleeinkauf. Und dann kommt man vielleicht wirklich, hat man Pech und man kommt dann bei, die können 10 Spiele einkaufen oder ein Budget von so und so viel und dann kommt man kurz daran und sagt, genau, Mensch, ich hätte es so gerne gemacht, aber ich kann es nicht. Aber nächstes Mal sieh zu, dass du früh zu mir kommst, weil vielleicht kommen wir zusammen. Also da gibt es so viele Gründe, warum man nicht zusammenkommt. Da sollte man das auch wirklich, ja, muss man vergessen können und oder daraus lernen, nicht unbedingt vergessen, daraus gelernt haben und dann beim nochmal. Also ich
Besonders in dieser Branche, ich meine, wir haben es gesehen, wir, am Anfang, wir kannten uns alle nicht, aber alle kennt jemanden, der jemanden kennt oder hat in deiner Firma etwas zu tun, der andere. Also diese Branche ist doch besonders, wenn man auf nationaler Ebene guckt, ganz schön klein. Man sieht sich immer, und da, ich glaube, ich bin die Älteste in der Runde, immer zweimal. Und das ist dann wichtig, was man gesagt, getan und gemacht hat. Sorry, auf jeden Fall. Also ich würde sogar sagen, abgelehnt werden ist gar nicht mal der schlechteste Outcome, den man so haben kann aus einem Meeting. Weil entweder wird man frech und aggressiv runtergemacht und das Spiel auseinandergenommen, aber dann weiß man zumindest, dass man mit dem nicht arbeiten will. Mhm. Weil dann kann ich nicht erwarten, dass ich konstruktives Feedback kriege, wenn ich am Spiel arbeite und auf einer persönlichen Ebene mit dem vielleicht nicht die nächsten anderthalb Jahre verbringen will im ständigen Kontakt. Und wenn ich abgelehnt werde mit gutem Grund, dann lerne ich zumindest was für mein Spiel daraus oder aus der Situation, die der Publisher gerade hat. Also meistens ist so ein Feedback, selbst wenn es aggressiv und irgendwie doof daherkommt, kann ich zumindest drüber nachdenken, macht das jetzt Sinn? Soll ich das vielleicht irgendwie in Betracht ziehen? Am schlimmsten finde ich immer Publisher, und das versuche ich immer total zu vermeiden, dass ich der nicht bin, der so versucht, die Tür offen zu halten, den Fuß in der Tür zu halten, weil vielleicht könnte es ja doch noch interessant werden. Und dann zieht man den Entwickler da so vor sich hin, der sich Hoffnungen macht, aber eigentlich sieht man das irgendwie als 8% Chance oder sowas, dass vielleicht daraus was wird. Ich habe auch Entwickler, mit denen ich unbedingt zusammenarbeiten will und es teilweise 5 Jahre und 2 Firmen gebraucht hat, bis wir endlich mal ein Projekt gefunden haben, wo es Sinn gemacht hat, für beide Seiten da jetzt zusammenzukommen. Das ist echt, wenn ich kurz einhaken kann, echt ein sehr, sehr wahres Wort. Das habe ich letztes Jahr erlebt. Da wurden uns, also wir sprechen da mal von Leads, ne? So von wegen, gibt's eine, wie würde sich das übersetzen lassen? Empfehlung? Gibt's eine Empfehlung? Ja, eine Empfehlung, einen Weg irgendwie zum Deal hin, und wir hatten da 3 Leads für ein aktuelles, für ein Projekt, Abo, es ging um Abo, das Bombenspiel, und das hat uns fast Kopf und Kragen gekostet, weil das offensichtlich was war, was sich erst über Monate rausgestellt hat, dass die das nicht ernsthaft vorhatten, und bis wir mal eine klipp und klare Absage hatten, was dann auch wieder dazu führt, dass, okay, da sind jetzt einfach die Leads trocknen uns weg, so die sind nicht mehr da, dann weiß man selber als Entwickler auch, okay, wir müssen uns nochmal ganz anders bemühen. Hier ist jetzt keine Wahrscheinlichkeit mehr. Es geht jetzt darum, einen anderen Winkel, einen anderen Hebel anzusetzen. Und eine ehrliche Absage in zu einer, also gerne auch in einer kürzeren Abhandlung, damit kann ich als Entwickler viel, viel besser, ist hart in dem Moment, aber damit kann ich eigentlich viel, viel besser arbeiten, weil es strategisch, ja, Einsen und Nullen, ne? Ja oder nein, dann weiß ich Bescheid. Darüber vielleicht noch hinaus, wenn es jetzt als Empfangener um den Pitch geht. Also ich habe natürlich alles schon gehabt über die Jahre, von komplett unerfahrenen Studententeams bis zu großen Outsourcern, die für die großen Publisher schon Spiele gemacht haben. Ich versuche mich immer, so gut es geht, auf den Gesprächspartner einzustellen. Ich habe den Vorteil, dass ich selber sehr passionierter Gamer bin. Das heißt, ich kann dann, und das ist bei Entwicklern halt meistens auch so, das heißt, ich kann mit irgendeiner Anekdote oder irgendeinem Vergleich kommen, um das zu signalisieren. Wenn ich das Spiel ausprobiere, sehen die meistens, dass ich jetzt nicht nur irgendwie der Business-Kasper bin, der da sitzt und Geld durch die Gegend schiebt, sondern dass ich auch dafür brenne, und dann werden die auch lockerer und dann geht das ein bisschen besser. Eine sprachliche Barriere ist manchmal da, gerade in Asien und sowas habe ich das oft, dass ich mich auch ein bisschen auf das Englisch-Level einstellen muss. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Solche Pitches finden natürlich immer in Englisch statt, außer wenn man jetzt mal zufällig ein deutscher Entwickler in einem deutschen Publisher pitcht, aber das ist eher die Ausnahme. Das heißt, daran zu arbeiten, ist auch ein wichtiger Punkt. Und da, ich versuche mich immer, so weit es geht, irgendwie auf meinen Gesprächspartner einzustellen, weil ich als Publisher will ja den besten Pitch, den dieser Entwickler geben kann, empfangen, um das wirklich einschätzen zu können. Das heißt, ich versuche mich da so ein bisschen zu bemühen. Kann man jetzt nicht unbedingt bei jedem Publisher von ausgehen, aber meistens sitzt der Publisher da nicht so und ist irgendwie von vornherein herabschauend, sondern das sind auch passionierte, coole Leute. Das heißt, da kann man schon ein bisschen lockerer reingehen. Und wenn man das Mindset hat, dann geht es, glaube ich, auch ein bisschen besser. Vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, worüber wir noch gar nicht geredet haben. Da ich wiederum bei besonders junge Leute sehe, wenn man sich persönlich trifft, dass man auch ein bisschen darauf achtet, was die Kultur ist von den anderen und was sind
welche Person ich treffe. Und wir haben einen sehr lockeren Umgang in der Games-Industrie, aber wir sind ein sehr, sehr großes Geschäft mittlerweile. Und teilweise muss ich, sage ich tatsächlich unsere Studenten, dass man nicht unbedingt in Short und Muscle-Shirt auf ein Meeting gehen sollte. Dass man, ja, es ist fast schlimm, dass man es sagt, aber ich sage es lieber, man muss keine Krawatte und Anzug tragen. Aber ich, besonders wenn ich an Asien denke oder an andere Kulturen auch, die vielleicht mehr Wert legen als wir, über wie das Erscheinungsbild ist oder wie man sich verhält, wie man grüßt, wie man verabschiedet und so weiter. Das geht auch um Vorbereitung letztendlich zu sehen, zu wissen, wen werde ich treffen und wie verhalte ich mich am besten, sodass beide Seiten auch sich wohlfühlen in dem Meeting. Und das passiert immer mal wieder, wo ich denke, pff, das war ein bisschen unangemessen da. Und das wäre einfach ganz einfach gewesen, das nicht zu haben. Also. Ja, auf jeden Fall. Also gerade in Asien, das ist noch gar nicht so lange her, als ich angefangen habe, sind wir in Korea noch mit dem Anzug auf die Messe gegangen. Das hat sich dann ein bisschen verabschiedet über die Jahre, aber es ist schon anders. Und das geht auch in alles rein, was wir gerade gesagt haben über abgelehnt werden. Da muss man auch so ein bisschen seine Erwartungshaltung je nach Kulturkreis anpassen, denn es ist in Asien viel häufiger, dass die Leute sagen, ah ja, es ist cool, ist interessant, aber nie im Leben vorhaben, mit dir zusammenzuarbeiten. Die werden dir das nie so ins Gesicht sagen. Das ist eine völlig andere Kommunikationskultur und sowas muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ist jetzt, also es hat sich schon alles ein bisschen globalisiert, ist ein bisschen einfacher geworden vielleicht, aber es gibt auf jeden Fall schon Unterschiede. Und ganz genau muss man aufpassen, wenn es dann um Vertragsverhandlungen und sowas geht. Denn da haben sehr andere Kulturkreise teils sehr andere Vorstellungen. Ja, was meinst du damit? Also was da drin steht oder wie es formuliert ist oder was da drin steht, wie aggressiv die an solche Sachen rangehen. Also im Westen hat man Publisher, die schon darauf achten, dass sie einen einigermaßen für sich vorteilhaften Vertrag am Ende rausbekommen, aber dass es fair für alle Seiten ist. In Asien kommt es hin und wieder mal vor, dass der Business Developer das als Win sieht, wenn er dem Entwickler schön einen reingewürgt hat, weil der Entwickler irgendwie nicht auf was geachtet hat und dann viel weniger Umsatzbeteiligung bekommt, als er eigentlich hätte bekommen sollen. Also ich finde, übers Pitchen sich Gedanken zu machen, ist gut. Ich glaube, es könnte noch mal eine komplette andere Folge geben, wie man sich auf Verträge und Vertragsverhandlungen vorbereiten soll und sicher gehen, dass das fair ist. Gibt's auch ein paar coole Vorträge, die es schon auf deutschen Messen gab, die man vielleicht im Internet findet. Der Kai Bodensieg hat da, glaube ich, mal ein paar coole gehabt. Denn das ist dann noch mal eine Kunst, sich das richtig abschätzen zu können, je nachdem, mit wem man da redet. Gibt es, Odil, etwas, oder was würdest du vielleicht jemand als Tipp geben, der einen Pitch vorbereitet, wie er sich auf die Worst Cases vorbereiten soll? Also ich denke da an sowas wie, es gibt plötzlich kein Internet. Vielleicht gibt es überraschenderweise gar keins in dem zum Beispiel Hotel, wo man den Pitch macht oder in dem Konferenzraum. Oder es fällt aus. Oder es gibt doch kein WLAN. Oder der Stecker zum Beamer passt nicht. Oder der Laptop geht kurz aus oder irgend sowas. Ja, also diese Probleme, die immer eintreten können, wie würdest du auf sowas dich vorbereiten oder Tipps geben, wie man sich darauf vorbereiten sollte? Also erstmal, es passiert immer. Das ist ganz klar. Also ich habe es oft genug erlebt, dass eine Demo wochenlang problemlos gelaufen ist und genau an dem Tag, wo man es braucht, dass sie ausfällt. Also ich bin kein Programmierer, aber es hat mich immer wieder gewundert, dass es immer genau an dem Tag ist. Das ist wirklich Murphy's Law, ist 100% wahr. Ihr könnt lachen, aber ich habe am Donnerstag eine Präsentation in der Deutsche Französische Wirtschaftskammer und ich habe heute mir überlegt, dass ich meinen Laptop mitnehme, einen Memory Stick, die Präsentation ausdrucke, um sicher zu sein, dass ich auf meine Notizen zurückgreifen kann, falls doch das Präsentationsmodus da meine Notizen nicht sieht. Also das sind die Art von Gedanken, die ich habe und die ich auch empfehlen würde. Das heißt, aber für einen Entwickler, wenn er ein Demo kann man nicht immer auf einem Telefon zeigen, also es ist ein Mobilspiel, aber mindestens ein Video zu haben. Und das würde ich eh sowieso bei einem kürzeren Pitch-Gespräche, würde ich eher auf Video zurückgreifen, wo man das auf jeden Fall abspielen kann und das kann man von seinem eigenen Handy und der fällt meistens nicht aus oder wenn das Handy ausfällt, dann ist der Laptop gleichzeitig nicht ausgefallen. Also immer zwei Geräte haben, wo man die Sache hat. Schlimmste Fall hat man es tatsächlich auf Papier in der Tasche, sodass man sagt, das ist alles jetzt dunkel hier, aber mit meiner Taschenlampe am Handy kann man auf das Papier blättern und trotzdem haben.
Also da bin ich vielleicht ein bisschen sehr altmodisch. Ich denke, es kann nicht sein, dass es ausfällt. Passiert aber immer wieder. Und das ist wirklich, also da ist man wirklich doof, wenn man nicht sich vorbereitet hat. Und ein Memory-Stick hat, die man bei den Laptop von den Publisher einfach kurz reinstecken kann und die Präsentation da aufmacht. Und wie gesagt, eher Video als Prototyp. Ich habe sehr oft gesehen, dass die Prototyp nicht laufen oder gerade abgestürzt. Und es ist extrem schwierig, wenn man alleine ist, auch ein Prototyp zu spielen und auch was dazu zu erzählen. Deshalb, wenn man ein Gameplay-Video hat, wenn man ein Prototyp zeigen will, dann gerne, glaube ich, das ist Publisher auch meistens auch Zeitersparnis. Und dann kann man hinterher den Link zum Prototyp, wenn der Publisher Interesse hat, wird er sowieso das testen wollen und wird sich dann in Ruhe bei sich zu Hause Zeit nehmen, das zu testen. Aber immer alle möglichen Backups zu haben. Ja, das Internet funktioniert grundsätzlich nicht. Ja. Das ist ja immer die Ausgangshaltung, mit der man da reingehen soll. Wenn man dann positiv überrascht wird, ist das gut, aber man muss alles offline dabei haben mindestens. Genau. Jens, hast du dazu vielleicht noch was? Weil du bereitest ja auch viel sowas vor. Hast du da noch ein paar Geheimtipps? Also auch hier sind wir in der hervorragenden Situation, dass wir ja uns als Entwickler verstehen und uns um die Umsetzung, die Konzeption und die Umsetzung der Produkte kümmern und ganz viel von der Last des auf Messegehens und des Pitchings erstmal front ablagern auf RCP und dann in der zweiten Runde kommt es erst auf uns zurück. Das heißt, die Messesituation selbst ist für uns relativ unstressig, es sei denn, wir sind selber so engagiert und gehen zur Gamescom in den Businessbereich. Und was wir halt tun ist, wir laden das eben aufs Drive hoch, das ganze Material, Pitch-Doc, Demos, Videos, was auch immer wir haben, Fragekatalog, Antworten oder sowas. Und dann ist es tatsächlich die Verantwortung des Business-Developers, entsprechend gut vorbereitet zu sein. Und das ist, denke ich, auch in nach Industriestandards, an die sich RCP sicherlich hält oder die sie wahrscheinlich sogar mit begründen, bisher fehlerlos so vonstatten gegangen. Also ich habe jetzt nie gehört, dass es da einen Totalausfall gibt. Ich glaube, da gibt's eine besonders hohe Sorgfaltspflicht, was diese Verbindlichkeit angeht und die Wichtigkeit von diesem Moment. Also tatsächlich fällt mir ein bisschen die Anekdote vom Studententeam ein. Ja, die Adventure-Jungs bei uns, erinnerst du dich? Die damals war Gamescom oder Games Convention noch in Leipzig. Mhm. Und dann mussten die doch tatsächlich nochmal zurückfahren, weil sie den USB-Stick nicht hatten, wo das Spiel drauf war. Und Berlin-Leipzig war jetzt etwas, was schaffbar war. Am zweiten Tag hatten die, glaube ich, nochmal die Chance, beim Publisher vorzustellen. Und dann hatten sie ihren USB-Stick dabei. Ich glaube, es ist dann noch an was anderem gescheitert. Aber das ist natürlich so die Albtraumsituation. Ne? Da kannst du direkt T-Shirt und Hose wechseln wahrscheinlich, weil du da so durchgeschwitzt bist, wenn dir sowas passiert. Ja. Ja. Ich musste noch nie darauf zurückgreifen, aber ich mache es meistens so, dass ich meinen Pitch auch komplett ohne Material geben kann. Ich kann mich ja mit Freunden über ein neues Spiel, was ich mir gekauft habe, passioniert unterhalten und da haben die nachher voll Bock, das auszuprobieren. Das sollte ich mindestens in der Lage sein, auch über mein eigenes Projekt machen zu können. Das ist nicht ideal und ich würde das immer vermeiden und ich hoffe, dass das man vielleicht mal einmal für ein Meeting passiert. Aber wenn man das in der Hosentasche hat und sich darauf zurückgreifen kann, dass hey, wenn alles schief geht, kein Problem, ich habe das drauf, dann geht man da viel besser in so ein Meeting rein. Man sollte halt selbst nicht davon überrascht sein, dass irgendwas nicht klappt. Ne? Das ist dann immer so Improvisationstheater sollte es nicht sein. Ja. Ich gehe da auf jeden Fall mit Odile mit, dass bei mir ist es nämlich auch so, ich packe meine Sachen auf alle Medien, die ich finden kann. Gut zugegeben, ausgedruckt habe ich es noch nicht, aber auch USB-Stick, früher noch CD brennen, ich lade es in die Cloud hoch, ich schicke es mir selbst auch nochmal per E-Mail, falls ich nicht auf meinen Cloud-Account zugreifen kann aus irgendeinem Grund, ja, weil, weiß ich nicht, die Firewall das blockt oder so. Also alle Möglichkeiten ausschöpfen und eine Warnung, wenn ihr Google-Präsentation benutzt, das ist ja halt nur online, ne? Und bei Chrome kann man zwar einstellen, dass das auch offline runtergeladen wird, das ist mir aber mal passiert, dass es nicht funktioniert hat. Und dann stand ich ein bisschen doof da. Also, ja, hatte ich auch die Online-Verfügbar-Funktion von Google Drive, genau. Nicht immer die verlässlichste. Lieber mal ein PDF machen. Auf jeden Fall, oder die Slides runterladen. Ich denke, wir kommen bald zum Ende, aber noch eine Frage würde ich an euch alle gerne geben. Und natürlich könnt ihr auch gern noch was einwerfen, wenn ihr selbst noch gern was loswerden würdet oder wenn ihr denkt, okay, hier, das wäre noch was
unbedingt in die Welt hinausgetragen gehört, als Tipp vielleicht auch für angehende Entwicklerinnen. Aber die Frage wäre, was würdet ihr euch von der jeweiligen Gegenseite des Pitches wünschen? Also jetzt bei Jens zum Beispiel vielleicht eher vom Publisher und vielleicht bei Falco eher von den Pitchenden. Und da Odile ja auch auf beiden Seiten Erfahrung hat, kann sie sich eine Seite aussuchen. Weiß ich nicht, Jens, vielleicht fängst du an. Also gibt es etwas, wo du sagst, hey, das wäre toll, mach das bitte, liebe Publisher, für uns. Also es ist oft schwierig, wenn man was wir jetzt noch gar nicht besprochen hatten, war ja dieser RFP-Case, dieser Fall, dass der Publisher ein Produkt ausschreibt, auf das man sich bewerben kann, was ja auch ein Pitch ist, aber eben einer, der ja angefragt wird. Also ein Publisher sagt, wir haben hier unser Produkt-Backlog für das neue Jahr und da haben wir eine Lücke so und so und wir brauchen jetzt einen Mobile-Game-Strategie, irgendwas, keine Ahnung. Und da suchen wir jetzt Entwickler, die sich darauf bewerben und wer macht uns da was Tolles. Und was da oft sehr undankbar ist, dass einmal es eher so das Gefühl ist, Fishing for Ideas, es ist nicht wirklich klar, was ihr da wollt und so alles kann irgendwie da reinpassen. Also ja, da wenn es ein RFP ist, wenn es mit einem Briefing daherkommt, ich hätte es schon gerne so, dass ich auch weiß, um was ich mich hier bewerben soll, weil sonst kann ich auch mein eigenes Spiel pitchen. Und die andere Sache ist, wenn es so schrecklich enge Deadlines sind, so hier ist das RFP und bitte bis nächsten Dienstag hätten wir da jetzt gerne eine Antwort drauf. Meistens sind wir als Entwickler ja in so ein 2-Wochen-Sprints organisiert, das heißt, wir planen 2 Wochen voraus und die sind dann eigentlich auch relativ fest durchgeplant. Und dann wäre es erst nach dem Ablauf dieses Zykluses, dass man planvoll so vorgehen kann und sagen kann, jetzt können wir den Aufwand für einen Pitch damit reinnehmen. Und dann ist das immer ein totales Chaos. Oder gerne mal der Fall, wo wir sagen, haben wir jetzt gerade überhaupt keine Luft für, können wir nicht bedienen, diesen Pitch. So, und wenn du das dann trotzdem alles geschafft hast, und dann dauert es aber 3 Monate, bis dass man irgendeine Rückmeldung bekommt, ob man jetzt in der nächsten Runde ist, ob man überhaupt noch relevant ist, ob dieses Spiel überhaupt umgesetzt wird oder ob man sich schon wieder anders entschieden hat beim Publisher. Also es ist ganz oft dieses in so eine Blackbox hineinarbeiten, was für einen Entwickler sehr schnell sehr unangenehm ist und einfach auch dazu führt, dass ein Entwickler oder dass wir als Entwickler zumindest sagen, wenn ich jetzt mal nicht verallgemeinere, sondern nur aus unserer Perspektive spreche, dass wir sagen, also den Aufwand, den wir dafür machen müssten, um da mitzupitchen, ist zu hoch für den Kenntnisstand, den wir haben. Eine Lösung dafür kann natürlich sein, dass man das Telefon in die Hand nimmt oder eine E-Mail schreibt und halt genau nachfragt. Aber manchmal haben wir auch diesen Zugang gar nicht. Ja, ich denke, das wäre so meine 2 Cents dazu. Fair, ja, kann ich nachvollziehen. Aus meiner Sicht, also außer den Sachen, die wir jetzt schon gesagt haben, wenn es jetzt um Vortragsweise und Inhalte und so weiter geht, ist sich ein bisschen den Markt angucken und gucken, was gibt's denn so im Moment, gegen wen tritt man denn an, weil manchmal sind Entwickler schon so ein bisschen in ihrem eigenen, kochen ihr eigenes Süppchen von allen anderen weg und manchmal ist es ganz gut zu wissen, was macht denn der Markt gerade, was ist denn gerade interessant und warum passt das denn noch einigermaßen oder warum ist es gut, dass es anders ist und warum braucht der Markt, dass man sich davon unterscheidet, also ein bisschen mal über den Tellerrand hinausschauen und dann vielleicht im Nachgang sich nicht unverschämt fühlen, wenn man mal 1-2 Reminder schickt an den Publisher, weil ich bin da auf jeden Fall auch schuldig, dass ich nicht immer jedem sofort antworte. Und manchmal sind das sogar Studios, deren Pitch ich total cool fand. Und dann hat man aber irgendwie noch Tagesgeschäft und man hat gerade einen Launch und muss sich darum kümmern und dann vergisst man das, selbst wenn man die E-Mail gesehen hat, weil man die E-Mail gerade irgendwie bekommen hat, als man im Bus saß und dann war sie schon als gelesen markiert und dann vergisst man es. Ich bin immer total dankbar, wenn mir ein Entwickler nochmal eine Mail schickt und sagt so, ey, ich wollte nur mal kurz erinnern, wie steht's denn damit? Das hilft mir total weiter. Okay, sehr schöne Tipps. Und Odile, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, also es gibt nicht viel mehr hinzuzufügen. Ich glaube, das ist, also von beider Seite, dieses, was will ich eigentlich? Wir erleben auf der Entwickler genauso wie auf der Publisher-Seite, es gibt Publisher, ganz klare Idee haben und ganz klare, also nicht, dass wir sagen, die müssen unbedingt ein spezielles Genre suchen, aber warum machen die das und was ist deren
Philosophie und deren Strategie langfristig, wie positionieren sie sich am Markt. Das Ganze von den Entwicklern, es ist oft, dass diese wirtschaftliche oder diese auch ein bisschen Analyse, was sind meine Stärke, was sind meine Schwächen, was kann ich dafür machen, dass sie auch besser werden, die ich wisse, oder wie kann ich darauf aufbauen, auf meine Stärke. Dieses nicht nur, ich habe ein super Spiel, aber auch das Gesamtbild zu sehen letztendlich und auch das zu präsentieren. Das finde ich für den Entwickler wichtig, für die Publisher, wie gesagt, dass sie sich ja noch klarer positionieren und wirklich sehr offen darüber sprechen, was die suchen und warum sie in diesem Markt sind. Wir versuchen jetzt mit Spielfabriken ein YouTube, kleines YouTube-Kanal aufzusetzen, wo wir auch Pitches von unseren Entwicklern, die in dem Programm waren, da aufladen werden, aber wir werden auch die Publisher nach Gegenpitch fragen. Und da sind wir gespannt, ob die alle da bereit sind, auch das zu machen und letztendlich auch sich vorzustellen und für die Entwickler zu werden und sich diese Übung auch von deren Seite zu machen. Also so haben wir uns überlegt, ein bisschen dieses Gleichgewicht wieder zu herstellen zwischen Entwickler und Publisher. Okay, wunderbar. Das können wir auf jeden Fall alles nochmal verlinken. Also zum Beispiel auch den YouTube. Gibt es den YouTube-Kanal schon oder ist der noch in? Der ist gerade in Entstehung. Ist noch nicht so viel drauf. Die Videos werden gerade alle nach und nach gemacht. Okay, aber ich meine, Podcasts werden ja auch sehr zeitversetzt gehört. Und für all die das jetzt, keine Ahnung, ein paar Wochen, Monate oder ein Jahr später hören, die können ja dann mal drauf gucken. Wir können es auf jeden Fall gerne verlinken, wenn du magst. Sehr gerne, ja. Und wir verlinken natürlich auch auf dein Buch. Und ich werde auch noch mal gucken, dass ich die Sachen finde, was du erwähnt hattest, diese guten Dokumente, wie man Pitches aufbaut und sowas, das wird sicherlich den Zuhörern dann auch helfen, wenn sie gerade Pitches vorbereiten. Das kann ich dir gerne schicken, weil ich habe alles für meine Vorlesungen vorbereitet. Also ich habe ein paar Links da, schicke ich dir eine E-Mail mit alle Artikeln, die ich gut fand, diese Thema. Sehr gern. Gibt es eigentlich diese Vorlesung, gibt es die zufällig auch online jetzt mit Corona und da wird ja eh viel über Video, Telefonie und sowas gemacht? Ja, also wir arbeiten grundsätzlich nur online, aber die sind für die Studenten, also wir sind für unsere Studierende, ich lade viel an Informationen, Material und so weiter, aber die sind auf unsere Intranet im Kunden Game Lab dann gespeichert. Ah, okay. Und dann gibt es Zoom-Vorlesungen letztendlich über das ganze Winter. Ah, okay. Aber so als kleinen Vorgeschmack oder vielleicht so kürzere Sachen kann man mal gucken auf YouTube, denn relativ viele von diesen Veranstaltungen stellen ihre Talks auch nachher online. Ich bin ziemlich sicher, dass es einen Talk von mir gibt, How to Pitch to Publishers, den ich mal auf einer Casual Connect oder sowas gehalten habe, den man dann auch auf YouTube finden kann. Okay. Das, wenn ich den finde, dann werde ich es auf jeden Fall verlinken. Super. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war jetzt 2 Stunden geballtes Pitch-Wissen. Sehr schön. Wenn ihr jetzt nichts mehr einwerfen möchtet, dann würde ich sagen, schön, dass ihr da wart. Aber ich lasse es noch mal kurz eine Pause, falls jemand noch was sagen möchte. Nee, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass ihr die angenommen habt und Dankeschön und hoffentlich bis ein anderes Mal. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch mal wieder dabei zu haben. Ja. Ja, Simon war richtig cool, hat mir super viel Spaß gemacht. Odile und Falco, ganz toll, hab auch ein paar Perlen der Weisheit für mich aufgeschrieben. Sehr, sehr glücklich drüber. Gute Zeit. Vielen Dank. Ja, sehr schön, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank und hoffentlich bis bald. Bis bald. Tschüss. Bye-bye. Tschüss.